Jonathan, why don't you come? Lass uns ihn Sie beide herzlich willkommen heißen. Did I turn it on? You know it. Thank you. Now give Jesus a great big hand clap all over the room. Jetzt dank dem Herrn Jesus. Amen. Hallelujah. I just want to tell you right up front, you don't have to worry about me picking anyone up and shaking you. Also, möchte euch gerade mal beruhigen. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass ich euch aufschnappe und euch durchschüttle heute Abend. Who am I going to pick up with these arms? Mit wem werde ich mit diesen dünnen Armen überhaupt aufheben hier? How many of you are ready for the Lord to touch you tonight? Aber wie viele sind bereit, dass der Herr dich berührt heute Abend? Before we begin, I'm going to play a video. Bevor wir beginnen, möchte ich ein Video für euch zeigen hier. I was in the city of Philadelphia in the United States. Ich war in der Stadt Philadelphia in den Vereinigten Staaten. Full of drug addicts. Voller Drogenabhängigen dort. Full of people that belong to other religions. Voll von Menschen, die anderen Religionen angehören. And so I asked the Lord to give me a platform where I could reach those people. Und ich bat dem Herrn, Herr, hilf mir, wie kann ich diese Menschen erreichen? If we get 50 new people saved every service, that's only 15,000 people a year. Wenn wir nur 50 Leute zu Herr führen in jedem Gottesdienst, dann sind das nur 15,000 in einem Jahr. And that's not enough to make a difference in a nation of 300 million people. Aber das ist nicht genug, um einen Unterschied auszumachen in einer Nation von 300 Millionen. So I asked the Lord, give me the opportunity to do in one night what it takes us 3 months to do. Also habe ich den Herrn gebeten, mir die Gelegenheit zu geben, an einem Abend das zu tun, was man ein ganzes Jahr dazu braucht. The next day, a lady from the city council in Philadelphia called and said, we can use any park in the city to do a crusade. Am nächsten Tag hat eine Dame vom Bürgeramt in der Stadt angerufen und hat gesagt, wir können jeden Park benutzen, den wir überhaupt haben wollen. I still didn't know how we would get any people to come. Ich wusste immer noch nicht, wie kriegen wir Leute überhaupt dazu, dass sie kommen werden. But God gave us a strategy. Aber Gott gab uns eine Strategie. We had 2,200 people in line 1 hour before the crusade started. 2,200 Menschen standen an, bevor überhaupt den Gottesdienst anfing. Over 90% had never been to church in their life. Über 90% von ihnen sind noch nie in einem Gottesdienst gewesen. Muslims, drug addicts, people just out of jail. Muslimen, Drogenabhängige, Leute, die gerade aus dem Gefängnis gekommen waren. One of the 10 poorest, 10 most violent places in the United States. Das ist eine der Städte, wo wirklich am ärmsten und wo es am allermeisten Gewalt gibt. And God moved mightily in that place. Und Gott hat sich ganz mächtig erwiesen an dem Ort. We had 3,200 people opening night. 3,200 Menschen kamen am ersten Abend. 2,564 first-time decisions for Christ in 5 nights. 2,564 Leute haben sich bekehrt während den 5 Abenden. So, amen. So then I wondered, what are we going to do from here? Und ich fragte mich, was machen wir dann jetzt? Because I didn't want to just do one crusade and then go back to what I was doing before. Weil ich wollte nicht nur eine Evangelisation machen und dann wieder weitermachen wie bisher. An old preacher, he was 80 years old. Ein alter Prediger, 80 Jahre alt war er. He was waiting for me on Tuesday night at the crusade. Er wartete auf mich am Dienstagabend in der Evangelisation. He said, I came to give you a word from the Lord. Und er sagte, ich bin gekommen, um dir ein Wort vom Herrn zu geben. God's pleased with what you did here. Gott hat Freude daran an dem, was du hier gemacht hast. So quickly he's going to send you another mayor from a city that will beg you to come to his city. Und schnell wird er dir einen anderen Bürgermeister schicken von einer anderen Stadt, der dich anflehen wird, auch in seine Stadt zu kommen. That sounded strange to me. Und das hört sich ein bisschen komisch für mich an. What mayor begs a preacher to come to their city? Welcher Bürgermeister fleht einen Prediger an, in ihre Stadt zu kommen? That night when I finished preaching, I came down off the stage. An dem Abend, nachdem ich gepredigt hatte, ich kam von der Bühne runter. A 60-year-old man ran and grabbed me with both arms. Ein 60-jähriger Mann kam auf mich zu und hat mich ganz fest umarmt. He said, "This is wonderful," and pointed at all the people at the altar. Und sagte, das ist wunderbar, und zeigte auf all die Menschen, die nach vorne gekommen waren. This is so wonderful. Das ist so wunderbar. You have to do this in my city. Das musst du unbedingt in meiner Stadt tun. So I forgot what the preacher told me. Und da hatte ich vergessen, was der Prediger mir gesagt hatte. I said, "We'll find out who's in charge of your city, and then we'll come there." Und ich sagte, ja, finde heraus, wer überhaupt die Autorität hat in deine Stadt, und kommt wieder auf mich zurück. He said, I'm the mayor of Vineland, New Jersey. Und er sagt, ich bin der Bürgermeister von Vineland, New Jersey. I'll give you any venues you want, I'll give you any permits you want, just promise that you'll come.
come. Du kannst alle Genehmigungen haben für irgendwas, was du haben möchtest. Versprich einfach, dass du kommst. And when he said promise that you come, he squeezed tighter, so it was like a threat. Und als er sagte, versprich mir, dass du kommst, hat er noch ein bisschen fester gedrückt, das war fast eine Drohung. I said, I'll come. Er sagte, ich komme, ich komme. And so we went there the next year, last year. Und wir gingen dann dorthin ein Jahr später, und das war im letzten Jahr. 4,100 people opening night. 4,100 Menschen am ersten Abend. 908 first-time decisions for Christ in one night. 908 haben ihr Leben das erste Mal Jesus Christus hingegeben in dieser ersten Nacht. We did one in 2015. Wir haben eines auch im Jahr 2015 gemacht. Three last year. Drei solche Evangelisationen im letzten Jahr. And we'll do nine crusades this year. Und dieses Jahr machen wir jetzt neun. And we're believing for the mightiest move of God that has ever swept planet Earth. Und wir glauben, to hit it right now. Wir glauben für eine mächtige Erweisung Gottes, das noch nie auf diesem Planeten je gewesen ist, dass es heute hier trifft. Jesus is coming soon. Jesus kommt bald zurück. I believe that there's things going on politically that are giving us a little bit of a window of time to get the gospel out. Ich glaube, einige Dinge geschehen politisch, dass es ein bisschen ein Fenster gibt, um einige Dinge fürs Evangelium noch zu tun in diesen Tagen. It's not time to look backwards to the great revivals of the 1950s. Keine Zeit, um zurückzublicken auf die großen Erweckungen der 50er Jahren. It's not time to hope something will happen in the next few years. Keine Zeit zu hoffen, dass irgendwas passieren wird in den nächsten Jahren. Tonight's a night to get anointed by the Holy Ghost and take your place in this last move Heute of God. Heute ist ein Abend, um gesalbt zu werden vom Heiligen Geist, um eure Stadt und eure Land einzunehmen. God will use every person in this building for his will. Gott wird jede Person in diesem Ort gebrauchen zu seinem Willen. All you have to do is say, Lord, here I am. Use me. Alles, was du tun musst, ist sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. God will put his hand on your life. Gott wird seine Hand auf dein Leben legen. Like he put his hand on my life. So wie er seine Hand auf mein Leben gesetzt hat. When the Lord called me to preach, I had a speech impediment. Als der Herr mich gerufen hat zu predigen, konnte ich nicht klar sprechen. And Americans can't speak well anyway, so with a speech impediment, you're doubly cursed. Also als Amerikaner, die können ja sowieso nicht sprechen, also wenn man noch dazu stottert, oder dann bist du wirklich verflucht. So when the Lord called me to preach, I didn't even have the capacity to preach. Also als der Herr mich rief, um zu predigen, hatte ich nicht einmal die Fähigkeit, richtig zu reden. But all God needs is your availability. Aber Gott braucht nur deine Bereitschaft. And when he touches you, all weakness is turned into strength. Und wenn er dich berührt, alle Schwachheiten werden in Stärken verwandelt. Tonight I believe God will turn every weakness into an overflowing strength in Jesus' name. Heute Abend wird Gott jede Schwachheit in eine überfließende Stärke verwandeln. If you believe it, can you say a living amen? Wenn du glaubst, dann sagst Amen. Enjoy the video. Genieße das Video jetzt. The Bible says there'll be a great falling away. That means many who once had the fire allowed the pressures of life to extinguish the fire. Do you want to know the second part of that? The Bible says, but many who the devil thought he had bound, who he was sure they were going to miss him, bound by crack, bound by sexual perversion, bound by a spirit of violence, there'll be an outpouring of the Spirit in the last days that breaks the yoke of sin. And many the devil thought he had under lock and key are going to get risen up by the Spirit. For if that same Spirit that raised Christ from the dead dwells in you, he shall quicken your mortal body. And I tell you, there's already been about 2,000 this week, 1,900 and some. That if you talk to them, crack addicts, prostitutes, all of the above, regular old nice town residents that just got busy and left God in the dust. But this week, the fire of God has been relit. Brother, I got baptized in the Holy Ghost in Indiana when I was 6 years old at my father's meeting. And I've made up my mind, that fire must never go out. God's gonna light your fire tonight. And you've gotta make sure not only that you receive it tonight, but the fire
must never go out. Jesus Christ, listen to me, is not just a religious figure. He is King of Kings, Lord of Lords, and he's coming back again very soon. And I tell you, you're going to be ready to meet him because of the action that you take tonight. Can you say amen? Kannst du Amen sagen? Wonderful. There was one night, there were two women in full burkas. Es gab einen Abend, da waren zwei Frauen, die in einem vollen Burka da waren. One had been a Muslim for 13 years and the other for 30 years. Eine war Muslimin seit 13 Jahren, die andere seit 30. While I was preaching, they both just grabbed the burka and pulled it off. Und während ich predigte, haben sie gerade ihre Burka genommen und einfach gerade weggezogen. And the one lady wouldn't wait till they opened the gate to come to the altar. She jumped the fence and ran to the altar. Die eine Dame wollte nicht warten auf den Altarruf. Sie ist einfach über den Zaun gesprungen, um nach vorne zu kommen. There's nothing the devil has done that God can't reverse it in 24 hours. Es gibt nichts, was der Teufel getan hat, was Gott nicht verändern kann in 24 Stunden. Can you say amen? Kannst du Amen sagen? Let me pray for you before we begin. Lass mich für euch beten, bevor wir hier beginnen. Father, thank you for bringing me to Switzerland. Vater, ich danke dir, dass du mich hier in die Schweiz geführt hast. And thank you specifically for bringing me to these people. Und danke, Herr, dass du mich gebracht hast hier zu diesen Menschen. I pray you would use me to shake this place by your power. Ich bete, dass du mich gebrauchst, damit dieser Ort erschüttert wird durch deine Kraft. Let nobody leave the way that they came. Lass niemand nach Hause gehen, wie sie gekommen sind. Fill every person with your fire. Erfülle jede Person mit deinem Feuer. Change every person by your glory. Verändere jede Person durch deine Herrlichkeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. We thank you for it. Wir danken dir dafür. And we give you all the praise. Und wir geben dir allen Lobpreis. Everybody said amen. Und alle sagen amen. Instead of reading a long text, I just want to quote a few scriptures. Anstatt dass ich einen langen Text lese, lass mich ein paar Schriftstellen einfach zitieren. Luke chapter 3 verse 16. Lukas Kapitel 3 und Vers 16. John the Baptist said, I baptize you in water. Johannes der Täufer sagte, ich taufe euch mit Wasser. But one is coming who's mightier than I. Aber einer kommt nach mir, der mächtiger ist als ich. He will baptize you in the Holy Ghost and with fire. Und wird dich taufen mit dem Heiligen Geist und Feuer. Acts chapter 1 verse 8. Apostelgeschichte 1 und Vers 8. Jesus told the disciples. Jesus sagte den Jüngern. Don't do anything till you receive what the Father promised. Tut gar nichts, bis ihr die Verheißung des Vaters empfangen habt. For John baptized you in water. Denn Johannes hat euch mit Wasser getauft. But I will baptize you in the Holy Spirit. Ich werde euch aber im Heiligen Geist taufen. And then he's going to tell what happens when you get baptized with the Holy Spirit. Und dann erzählt er, was geschehen wird, wenn du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. And you will receive power. After that, the Holy Spirit comes upon und du wirst Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist über dich gekommen ist. After spending 3.5 years with Jesus, Jesus said, you're still ill-equipped to do what I've called you to do. Nachdem die Jünger 3 Jahre mit Jesus verbracht haben, hat gesagt, ihr braucht immer noch etwas mehr, damit ihr fähig seid, das zu tun, wozu ich euch berufen habe. Without my power, you're a sitting duck for the devil. You're an easy victim for the devil. Ohne meine Kraft, dann könnt ihr überhaupt nichts ausrichten. If you'll receive the baptism of the Holy Ghost, you'll receive power to triumph over the devil. Aber wenn ihr die Taufe im Heiligen Geist empfangt, dann bekommt ihr Kraft, um auf den Teufel zu trampen. And then you see what happened when they got filled with power. Und du siehst, was passiert ist, nachdem sie erfüllt wurden mit Kraft. The Bible says they were in the upper room. Die Bibel sagt, sie waren im Obergemach. Suddenly there was a sound from heaven like a mighty rushing wind. Plötzlich kam ein Lärm vom Himmel wie ein mächtiger Wind. And it filled the house where they were meeting. Und das füllte das ganze Haus. And suddenly there appeared cloven tongues of fire on each of their heads. Und plötzlich schienen ihnen Zungen wie von Feuer auf ihren Häuptern. And everyone present was filled with the Holy Spirit. Und alle, die zugegen waren, wurden erfüllt im Heiligen Geist. And they began speaking in other tongues. Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. But I don't want to talk about the tongues part right now. Aber ich möchte nicht gerade heute über das Zungenreden sprechen. I want to talk about the change that you see from them getting baptized in the Holy Spirit. Ich möchte darüber reden, über die Veränderung, die stattfand, nachdem sie erfüllt wurden mit dem Heiligen. The Bible says as they all began speaking in tongues, the men outside in the city began to mock them. Die Bibel sagt, nachdem sie anfingen in Sprachen zu reden, haben die Leute in der Stadt anfangen sich lustig über sie zu machen. These people are just drunk, that's all. Diese Leute sind nur betrunken, das ist alles. Peter stepped forward and addressed the crowd of men. Petrus nahm einen Schritt nach vorne und hat dann den Leuten angesprochen. The Bible says he shouted in a loud voice. Und die Bibel sagt, hat mit einer lauten Stimme gesprochen. You men of Jerusalem. Ihr Männer von
von Jerusalem. Listen to me. Hört mir zu. Some of you are saying that we're drunk, but it's not true. Einige von euch sagen, die seien nur betrunken, aber das ist nicht wahr. People don't get drunk by 9 o'clock in the morning. Menschen werden nicht betrunken um 9 Uhr in der Früh. That's what Peter said. Das was Petrus sagt. Peter had never been to London. Petrus war noch nie in London gewesen. Peter said. Go ahead. That's true. Das ist wahr. People don't get drunk by 9 o'clock in the morning. Menschen werden nicht betrunken um 9 Uhr in der Früh. No, what you're seeing today was prophesied by the prophet Joel. Sondern was ihr seht heute ist das, was durch den Prophet Joel prophezeit worden ist. In the last days, saith God, I will pour out my spirit on all people. In den letzten Tagen, sagt der Herr, wird er seinen Geist ausgießen über alles Fleisch. And the Bible says Peter continued preaching for a long time. Und die Bibel sagt, Petrus predigte noch eine lange Weile. However Peter preached. Egal wie lange Petrus predigte. It caused those men that were mocking him to change to say, "Brothers, what should we do?" Und was auch immer Petrus sagte, es hat das Denken dieser Leute verändert, dass sie danach sagten, was sollen wir denn jetzt tun? How does a crowd of people go from saying these people are drunk to tell me what we should do? Wie ist es möglich, dass eine ganze Menschenmenge davon geht, dass sie sagen, ihr seid betrunken zu dem, ja, was müssen wir jetzt tun? That's the anointing of the Holy Ghost. Das ist die Salbung des Heiligen Geistes. The anointing is the manifest power of the Holy Ghost. Die Salbung ist die manifestierte Gegenwart des Heiligen Geistes. Without that power, you can build 20,000 churches, they'll not do any damage to the kingdom of hell. Ohne diese Kraft kannst du 20,000 Gemeinden gründen, die aber überhaupt nichts ausrichten gegenüber den Kräften des Teufels. Christianity is essentially a spiritual war. Das Christentum ist eigentlich gesagt ein geistlicher Krieg. Ephesians chapter 6. Epheser Kapitel 6. We don't wrestle against flesh and blood. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. But we do wrestle. Aber wir kämpfen. Against powers in the invisible realm. Gegen die Mächte in der unsichtbaren Welt. And so it takes power to defeat that power. Also es braucht Kraft, um diese Kräfte zu überwinden. Anybody that's in this church, Zoe, knows this. Jeder, der in dieser Gemeinde zu Hause ist, weiß das. The devil has very little trouble that you decided to become a Christian. Der Teufel hat sehr wenig Mühe, dass du dich entschieden hast, Christ zu werden. But when you decided to go to this church, aber als du dich entschieden hast, diese Gemeinde zu besuchen, then he had a problem. Da hat ein Problem gehabt. All your Christian family told, why do you have to go to that church? Deine ganze christliche Familie sagte, warum musst du denn in eine solche Kirche gehen? Why do you have to go to one of those churches? Warum musst du denn eine solche Art von Kirche besuchen? That's the devil. Das ist der Teufel. The Bible says in 2 Timothy chapter 3 verse 5. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 3 und Vers 5. In the last days people will have a form of godliness but reject the power. In den letzten Tagen werden die Menschen eine Art von Gottseligkeit haben, aber werden die Kraft verleugnen. And that's the day we're in now. Und das ist der Tag, in dem wir heute leben. That's why I can go to almost any church and say, how many people have a praise report? Deswegen kann ich in fast jede Gemeinde gehen und fragen, wer von euch hat ein Zeugnis zu geben? No hands. Keine Hände. How many of you need prayer tonight? Wie viele von euch brauchen Gebet heute Abend? Every hand. Alle Hände. Because people are in need because they don't know what they need. Weil Menschen haben Nöte, weil sie nicht wirklich wissen, was sie brauchen. They think they need prayer, but they really need power. Sie denken, sie brauchen Gebet, aber eigentlich brauchen sie Kraft. Look at how the power manifests with Peter. Schau mal, wie die Kraft sich manifestiert hat bei Petrus. How does Peter go from not being able to tell 3 girls at a campfire that he's a Christian to preaching to thousands of men? Wie kommt es dazu, dass Petrus Angst hat, nicht 3 Frauen an einem Lager vorher Zeugnis zu geben, aber nachher predigt er über 3000 Menschen. One teenage girl. Ein Teenager-Mädchen. Hey, aren't you a follower of Jesus? Sagt ja, bist du nicht auch du ein Nachfolger Jesu? Get away from me, I don't know what you're talking about. Nein, geh weg von mir, ich weiß nicht, wovon du redest. And then the same guy, not a teenage girl, thousands of men. Aber danach tausende von Männern. These people are drunk. Diese Leute sind doch betrunken. These people are stupid. Und sagen, diese Leute sind doch blöd. And Peter says, hey, listen to me. Und Petrus sagt, hey, hört mir mal zu. And if you think I'm exaggerating, he had to speak like that. Thousands of men, no microphone. Denkt er musste eigentlich so reden, weil tausend von Menschen hatte Vorsicht, ohne Mikrofon. Without the Holy Ghost, Peter wouldn't have stepped forward. He'd have said, is there a back door in the upper room? Ohne Heiligen Geist hätte Petrus gefragt, ja, gibt's irgendwo da eine Hintertür? Let's get out of here. Lass uns hier abhauen. The same Peter steps forward and shuts the whole crowd up. Aber derselbe Petrus macht einen Schritt nach vorn und die ganze
ganze Menge wird ruhig. And not only shuts them up, they say, what must we do to be saved? Und nicht nur werden sie ruhig, sondern sie fragen danach, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? The Bible says in 1 Samuel chapter 10. Die Bibel sagt im 1. Samuel Kapitel 10. When the Spirit of God came on King Saul, he was turned into another man. Als der Geist Gottes über König Saul kam, wurde er verwandelt in einen anderen Menschen. Without the Holy Ghost, Christianity is you trying to follow a religion that you don't have the power to do. Ohne den Heiligen Geist ist es wie du versuchst, eine Religion nachzufolgen, ohne dass du die Fähigkeit hast, überhaupt das auszuleben. No matter how much I study, I can never play ice hockey. Egal wie sehr ich studiere, werde ich niemals Eishockey spielen können. Not professionally. Nicht professionell. I lack leg strength. Mir fehlt es an Beinkraft. I lack ankle strength. Mir fehlt es an Knöchelkraft. I lack upper body strength. Mir fehlt es auch an Kraft hier im Oberkörper. It doesn't matter how well I know the technique, I don't have power. Egal wie gut ich die Techniken kenne, ich habe nicht die Kraft dazu. I would get hurt on the ice. Ich würde verletzt werden auf dem Eis. Guys that have power, that know how to play, would hit me so hard, my gloves would fly off. Andere Kerls, die wissen zu spielen, die würden mich so hart treffen, meine ganze Kleidung würde wegspringen. It's the same in Christianity. Genauso im Christentum. People are frustrated. Menschen sind frustriert. They know they're not supposed to drink. Sie wissen, sie sollen nicht trinken. They know they're not supposed to smoke. Sie sollen nicht rauchen. They know they're not supposed to cheat on their wife. Sie sollen nicht Ehebruch begehen. But when Satan comes to tempt them, aber wenn der Teufel kommt, sie zu versuchen, they know what's right, but they don't have the power to stand firm. Sie wissen, was richtig ist, aber sie haben nicht die Kraft dazu zu stehen. God's answer isn't for you to learn more about how to be holy. It's to fill you with the Spirit of holiness. Gottes Art ist nicht einmal, dass du lernst mehr über was es heißt, heilig zu sein, sondern dich zu füllen mit seiner Heiligkeit. So that there's a natural power, there's a supernatural power in you, propelling you to do what God's called you to do. Dass eine übernatürliche Kraft in dir ist, dass dich dazu antreibt, das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. No Christian and no minister can do what they're called to do without the Holy Ghost. Kein Christ und kein Diener Gottes kann das tun, wozu Gott sie berufen hat, ohne den Heiligen Geist. But when the Spirit of God is in you and on you, there is nothing that you can't do. Aber wenn der Geist Gottes in dir ist und auf dir ist, dann gibt es nichts, was du nicht tun kannst. Without the power of God, the devil slaps you anytime he wants to. Ohne Kraft Gottes schlägt dich der Teufel jedes Mal zu Boden. But when you get filled with the fire of God, you torment the devil at will. Aber wenn du erfüllt wirst mit dem Feuer Gottes, dann wirst du den Teufel selber peinigen. That's what that crusade was. Das war auch diese Evangelisation. That wasn't me trying to stay safe. Da habe ich nicht versucht, einmal sicher zu gehen. If I want to be safe, I don't put up a platform in the Muslim section of Philadelphia. Wenn ich es sicher machen möchte, dann werde ich nicht eine Bühne aufstellen dort im muslimischen Gebiet von Philadelphia. And preach that Jesus is the only way to heaven. Und predige, dass Jesus der einzige Weg in den Himmel ist. You even had other preachers tell me, you better be careful. Andere Prediger haben mir gesagt, du musst vorsichtig sein. What'll happen if somebody shoots at you? Ja, was ist, wenn dich jemand anschießt? I told them, I'll stand sideways. Ich sagte, dann stehe ich einfach zur Seite. Nobody's that accurate. Niemand kann so genau treffen, ich bin so dünn. People that don't know the power of God are always worried about what can happen. Leute, die nicht voller Kraft Gottes sind, haben immer Angst, ja, was Leute ihnen antun kann. But when God fills you with the Holy Spirit, aber wenn Gott dich erfüllt mit dem Heiligen Geist, Satan has to begin to worry about what you have planned. Muss Satan anfangen, sich Sorgen zu machen, was deine Pläne sind. Because God said, everywhere the sole of your foot will tread, you will be on land that I have given to you. Denn Gott sagt, wo auch immer dein Fuß hintritt, ist das Land, das ich dir geben werde. With the anointing, you become an unstoppable force for God. Mit der Salbung wirst du zu einer Kraft, die unaufhaltsam ist. If you believe it, can you say a living amen? Wenn du das glaubst, dann sag amen. I'm going to tell you a story to illustrate this. Ich sag dir eine Geschichte, das zu Beispiel zu geben. How the Spirit of God through you will do what you could never do with natural ability. Wie der Geist Gottes durch dich das tun kann, was du niemals im Natürlichen vollbringen kannst. I was preaching in a church in the United States. Ich predigte in einer Gemeinde in Amerika. I had never been there. Ich war noch nie zuvor dort gewesen. There was about 140 people. Ungefähr 140 Leute. And as I was preaching, während ich predigte, I went to about the fourth row. Ging ich ungefähr zur vierten Reihe hin. They had pews. Sie hatten Bänke. There was a lady in a nice dress sitting there next to her husband. Es war eine Dame da, die saß in einem netten Kleid neben ihrem Mann. And I felt the Lord speak to me, pull her out and lay hands on her to be filled with the Holy Ghost. Und ich spürte, wie der Herr mir sagte, zieh sich in die Mitte und bet für sie, dass sie erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Tell her to stand up. Sag ihr, sie soll aufstehen. So I stood next to her and I said, ma'am, stand up, I'm going to lay my hands on you. Und ich stand neben ihr und sagte, liebe Dame, bitte stehen Sie auf, ich möchte meine Hände auf Sie legen. She went like this. Und sie machte so, nein.
And the church was quiet. Und die ganze Gemeinde war still. Like you guys have laughed sometimes, no one laughed the whole service. Und ihr habt ab und zu ja mal hier gelacht, da hat niemand irgendein Zeichen gegeben. So look, if somebody says no, that's their right. Nun, wenn jemand sagt nein, dann ist es ja ihr Recht, oder? But I felt the Lord speak to me a second time, tell her to stand up and lay your hands on her. Und ich spürte, wie der Herr mir nochmal sagte, sage, sie soll aufstehen und du leg deine Hände auf sie. Well, that's how you end up in court or in jail. Und so kommst du manchmal vor Gericht oder ins Gefängnis in Amerika. The lady's on videotape going like this. Da ist jemand auf Video aufgenommen, die sagt nein. So I said, oh, no, don't worry, just stand up and step into the aisle. Everything will be fine. Und ich sagte, machen Sie sich keine Sorgen, stehen Sie auf, kommen Sie in den Gang. Second time, she goes. Zweites Mal machte sie. So I would walk away. I felt even stronger. Don't leave. Have her stand up. Ich wollte fast weggehen, aber der Herr sagte mir, nein, bleib dort und lass, sie soll aufstehen. So to diffuse the tension, I made a joke. Also um die ganze Spannung ein bisschen zu lösen, habe ich einen Witz erzählt. I said, don't worry about me hurting you. Look, who could I hurt? You're stronger than me. Und ich sagte, machen Sie sich keine Sorge, dass ich Sie irgendwie verletzen kann. Schauen Sie mich doch an. Ich kann doch gar niemand verletzen. She never smiled. Sie hat nicht einmal gelacht. Nicht einmal gelächelt. So when she shook her head no the third time, also nachdem sie das dritte Mal mit dem Kopf gesagt hat, nein, I grabbed her by her bicep, habe ich sie an ihrem Arm gegriffen, stood her up and walked her into the aisle, habe sie zum Stehen gebracht und in den Gang gebracht. Yeah, and I see you laughing and going like this. That's how I felt. Ja, genau so fühlte ich mich, wie ihr jetzt denkt, ne? I was remembering where I had my car parked and having my key ready. Ich überlegte mir, wo ist mein Auto geparkt und wo ist mein Autoschlüssel, damit ich schnell wegrennen kann. You say, aren't you willing to go to jail for the gospel? Ja, bist du nicht willig, in ins Gefängnis zu gehen für das Evangelium? Yes, but you have to catch me first. Ja, aber du musst mich zuerst einfangen. And so when I walked her into the aisle, she went like this. Und als ich sie dann mitnahm in den Gang, da hat sie ein bisschen so gemacht. I thought, what's with these people? Und ich fragte, was ist mit den Leuten da? This was a full gospel church in America. Das ist eine Gemeinde des vollen Evangeliums. I thought, this is not a big deal. Relax. Das ist keine große Sache. Entspannt. When I walked into the aisle, all the church people were like this. Und die ganze Gemeinde hat große Augen gemacht, als ich dort mit ihrem Gang stand. And I knew when I laid my hand on her, the power of God was going to hit her, and there was no catchers. Und ich wusste, dass wenn ich meine Hände auf sie lege, die Kraft Gottes wird sie treffen, und da waren keine Fänger dort. So her husband, you could tell he wasn't saved. Und ihr Mann konnte schon merken, er war nicht gerettet. But he didn't look mad that I had picked his wife up. Aber er hat sich überhaupt gar nicht wütend ausgesehen, dass ich seine Frau da gezwungen habe, in den Gang zu stehen. He smelled strongly of cigarettes. Er hat sehr stark nach Zigaretten gerochen. But there were no catchers. Aber da waren also keine Fänger dort. So I said, sir, I'm going to put you into the ministry very quickly. Und just ich sagte, stand mein Herr, behind your wife. Ich stelle sie sofort in den Dienst. Stellen Sie sich hinter Ihrer Frau, bitte. I laid hands on her. Ich legte meine Hände auf sie. She got filled with the Holy Ghost and instantly began speaking in tongues. Sie wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und fing an, sofort in anderen Sprachen zu reden. When she fell backwards, als sie dann nach hinten fiel, he became the worst catcher in church history. Er wurde zur schlechtesten Fänger in der ganzen Kirchengeschichte. As soon as she hit him, sobald sie ihn berührte, he fell over. Auch ist er hingefallen. And was speaking in tongues on the way down. Und sprach auch in Zungen auf dem Weg nach unten. Now listen. If somebody, yeah, those people weren't like you. Die Leute waren nicht so wie ihr. When a guy falls that's 6 feet tall and falls straight back, it's a violent fall. Wenn ein Kerl, der 1,80 ist, noch nach hinten fällt oder ohne irgendjemanden ihn aufzufangen, dann ist das ziemlich gewaltig. The people were already uncomfortable. Die Leute fühlten sich jetzt schon bereits schon ein bisschen unwohl. And when he hit the ground, boom. Und als er zu Boden fiel, boom! Everybody looked very uncomfortable. Alle fühlten sich sehr unwohl in dem Moment. And even I thought, man, he might be hurt. Und auch ich dachte, vielleicht hat sich jetzt verletzt. But I have to pretend like I know what I'm doing. So, no, aber worry, ich muss ja so geben, als ob ich weiß, was ich hier mache. Nein, ist schon alles in Ordnung. He'll be fine eventually. Es wird ihm schon mit der Zeit schon gut gehen. So I go back into my sermon. Also ich mach weiter mit meiner Predigt. And as soon as I looked over to the right section. Und als ich dann auf die rechte Seite der Gemeinde schaute. There was a girl in the third row, 16 years old. Da war eine junge Dame, 16 Jahre alt, in der dritten Reihe. She had on a nice, modest, looked like a church girl, high neck dress, long skirt. Sie hatte ein langes Kleid an, und alles zugedeckt, sah so ein nettes Gemeindemädchen aus.
And I saw when I looked over, she was crying hard. Und als ich zu ihr hinschaute, ich merkte, dass sie wirklich ganz stark geweint hat. And I could tell when the Spirit of the Lord touched them, then the Spirit of the Lord touched her. Und ich spürte, wie der Herr diese beiden berührt hat, dass auch sie berührt worden ist. So I said, young lady, stand up and come around. I'm going to lay my hands on you. Sagte, junge Dame, kommen Sie nach vorne, lass mich für dich beten. So she comes around out of her seat like this, crying. Also sie kommt weinend von ihrem Sitz nach vorne. And I was just going to lay my hand on her and say, be filled with the Holy Spirit. Und ich wollte nur meine Hand auf sie legen, sagen, sei erfüllt mit dem Heiligen. But when I got ready to lay my hand on her, the Lord gave me something to say. Aber als ich meine Hand auf sie legte, gab der Herr mir etwas ihr zu sagen. I said, now I can't tell you that you're called into the ministry. You'll have to hear God say that for yourself. Und ich sagte, ich kann dir nicht sagen, dass Gott dich in den vollzeitigen Dienst berufen hat, weil du musst es selber vom Herrn hören. But I will tell you, you've always had a desire to help people. Aber ich werde dir sagen, du hast immer ein Verlangen gehabt, Menschen zu helfen. And when you saw how God helped that lady, you thought that's the best way to help people. Und als du gesehen hast, wie Gott diese Frau geholfen hat, hast du in deinem Herzen gesagt, so kann man am allerbesten Menschen helfen. And I said, if you'd like, God will use you like that to help people like her. Und ich sagte ihr, wenn du möchtest, dann wird Gott dir helfen, Menschen so in diese Art zu helfen. She shook her head yes. Und sie sagte ja. I said, be filled with the Holy Spirit. Und ich sagte, sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. She fell over, no catcher. Sie fiel zu Boden ohne einen Fänger. I looked back at the crowd, they were all like this. Und ich schaute zurück zur Gemeinde, sie alle waren so erstaunt. So I thought, I'm gonna wrap up this message and get out of here. Und ich dachte, ich mache die Predigt schnell fertig und hau hier ab. The pastor's wife came up to me at the end of the message. Die Frau des Pastors kam zu mir nach der Predigt. She said, do you know who that girl is? Und sie fragte, weißt du, wer dieses Mädchen war? I said, I don't even know who you are, I just und got sagte, here. Nein, ich weiß nicht einmal, wer Sie sind, ich bin erst hier angekommen. She said that girl is the president of the atheist club at the high school. Und sie sagte, dieses Mädchen ist Präsidentin der Atheistengruppe in der High School. They invited her to come to church tonight. Sie haben sie eingeladen, in den Gottesdienst zu kommen an dem Abend. And because they kept inviting her, und weil sie immer wieder eingeladen haben, she finally agreed to come just to see how evangelists trick people. Dass sie kommen würde, einfach mal zu sehen, wie Evangelisten Menschen eigentlich verführen. She brought a notebook and pen to see like what tactics I used to take advantage of the people. Und sie brachte einen Block und Papier, aufzuschreiben, was für Taktiken ich eigentlich gebrauche, Menschen zu missbrauchen. But I came to the meeting 25 minutes late. Und ich bin zur Versammlung 25 Minuten zu spät gekommen, sagte so sie. She came 10 minutes early. Also sie kam 10 Minuten früher. So I didn't see what she saw. Also ich habe nicht gesehen, was sie gesehen hatte. That lady that was sitting in the fourth row, die Frau, die in der vierten Reihe nämlich was in the final stages of muscular dystrophy and multiple sclerosis. War in den letzten Stadien von Muskelschwund, ja. She hadn't walked in 6.5 years. Seit 6.5 Jahren ist sie nicht gelaufen oder auf ihren eigenen Beinen gelaufen. Her muscles were rigid. Ihre Muskeln waren ganz fest und stramm. I talked to her husband after the service. Und ich sprach mit ihrem Mann nach dem Gottesdienst. Her husband had to carry her to the toilet in the morning. Ihr Mann musste sie am Morgen zur Toilette bringen. Carry her into bed. Sie zu Bett bringen, tragen. Her husband wasn't a Christian. Ihr Mann war kein Christ. The wife was Roman Catholic. Die Frau war römisch-katholisch. But when she got the invitation that we were going to have miracle services, she thought, well, let's aber try it. Als sie die Einladung bekam, dass es ein Wundergottesdienst sein würde, dachte sie, ja, probieren wir es mal aus. The atheist girl was sitting there 10 minutes before the service started. Das Atheistenmädchen saß da 10 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes. 5 minutes after she sat down, the husband wheeled the wife in. 5 Minuten nachdem sie sich hingesetzt hatte, ist der Mann mit der Frau reingekommen, geschoben mit dem Rollstuhl. Wheeled her to the fourth row, hat sie dann zur vierten Reihe geführt. Picked her up out of the chair and sat her in the pew. Hat sie selber gehoben aus dem Rollstuhl und sich gesetzt in der Reihe. And then wheeled the chair back out and put it under the coat rack. Und hat dann den Rollstuhl nach hinten geführt. So when stupid me got there, also als ich als Blöde daherkam, she didn't look sick. Sie sah nicht krank aus. Had on a nice dress. Hatte ein schönes Kleid an. So when I felt the Lord speak to me, tell her to stand up and pray for her. Also der Herr mich dazu führte, zu ihr zu sprechen und sagen, stehen Sie auf, damit ich für Sie beten kann. I didn't know anything. Hatte ich ja keine Ahnung. So I said, stand up. Und ich sagte doch, stehen Sie auf. So when she shook her head, no, it wasn't because she was resisting the anointing. Also als sie dann ihr Kopf schütteln sagte, nein, es war nicht, dass sie die Salbung widerstehen wollte. To save me embarrassment. Sie wollte mich einfach davor abhalten, dass ich mich dumm darstelle. Move along. Ja, gehen Sie nur weiter. Find someone else. Finden Sie jemand anders. I can't stand up. Ich kann doch nicht aufstehen. So the Lord, no, have her stand up. Nein, der Herr sprach zu mir, nein, sie soll aufstehen. Now I'm going to be honest with you. If a wheelchair was there, ich bin ehrlich mit dir, wenn ein Rollstuhl dort gewesen wäre,
I would like to think I'm a man of great faith. Ich würde gerne denken von mir, ich bin ein Mann von großem Glauben. But I can tell you, I wouldn't have gone up to her and said, "Hey, no, stand up." Ich kann dir sagen, ich wäre wahrscheinlich nicht auf sie zugegangen zu sagen, hier stehen Sie jetzt auf. Second time. Das zweite Mal sagt sie nein. And then the third time I said, "Look how skinny I am." Und beim dritten Mal sage ich, schauen Sie doch an, wie dünn ich bin. She's thinking, "What the heck does that have to do with anything?" Und sie denkt, was hat das überhaupt mit irgendwas zu tun? I can't move. Ich kann mich ja nicht bewegen. And then I grabbed her by the arm and stood her up. Und dann nahm ich sie bei der Arm und stellte sie hin. Walked her into the aisle. Bin mit ihr dann in den Gang gegangen. The church did have catchers. Die Gemeinde hatte auch Fänger. But they were so freaked out that they stood still. Aber sie waren so überrascht, dass sie einfach stillgestanden sind. And her husband walked behind her. That's why he walked like this. Und der Ehemann, der hinter ihr dann ging, der wandelte auch ganz im Erstaunen. And I'm standing there like, what's everybody's problem? Und ich denke, was ist mein Problem hier? Power of God hit her. Die Kraft Gottes traf sie. She not only was healed, baptized in the Holy Ghost. Nicht nur wurde sie geheilt und erfüllt mit dem Heiligen Geist. When she fell into her unsaved husband, the power of God hit him and he began to speak in tongues. Und als sie dann fiel und ihren Ehemann zu Boden auch warf, ist auch er erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Hey, you say, how could he speak in tongues if he wasn't even saved? Ja, du fragst sie, wie konnte er in Sprachen reden, wenn er nicht einmal gerettet war? When the back of her head hit his nose, Jesus must have came into his heart. Als ihr Hinterkopf seine Nase berührt hat, ist wahrscheinlich Jesus in sein Herz gekommen. And then that girl that was there to mock. Und die junge Mädchen, das da war, um eigentlich nur zu spotten. Because she had seen that that woman was crippled. Weil sie gesehen hat, dass diese Frau ja verkrüppelt war. She began to cry. Fing sie an zu weinen. The Spirit of God began to touch her. Die Kraft Gottes fing an, diese junge Dame zu berühren. And so now the youth group is sitting with her. Und die ganze Jugendgruppe sitzt mit ihr. And I call the atheist out and say, "Come here." Und ich sage zu dieser Dame, die Atheisten war, nach vorne zu kommen. Now I can't tell you you're called into the ministry. Nun, ich kann dir nicht sagen, dass du in den Dienst berufen bist. Ministry? Dienst. That's skipping quite a few steps. Ja, das sind ein paar Schritte dazwischen noch. She doesn't even believe in God. Sie glaubt nicht einmal an Gott. I said, "Now I can't tell you you're called into the ministry. You're going to have to hear God tell you that yourself." Und ich sagte, ich weiß nicht, ob du in den Dienst berufen bist. Das kann ich dir nicht sagen. Das musst du selber von Gott hören. But I will tell you, you've always had a desire to help people. Aber ich werde dir sagen, du hast immer ein Verlangen gehabt, Menschen zu helfen. Did you know she was studying to go into the organization Doctors Without Borders? Weißt du, sie hat studiert, um in die Organisation einzutreten, Ärzte ohne Grenzen. To become a non-profit doctor to help people that can't help themselves. Um eine Ärztin zu werden, für eine Hilfsorganisation zu arbeiten, für Menschen, die sich selber nicht helfen können. You've always wanted to help people. Du wolltest schon immer Menschen helfen. And when you saw how God helped that woman, you thought, that's the best way to help people. Und als du gesehen hast, wie Gott diese Dame geholfen hat, hast du gesagt, das ist der beste Weg, um Menschen zu helfen. And God wants to tell you, if you'd like to, he'll use you to do that too. Und Gott möchte dir sagen, wenn du das möchtest, dann Gott wird dir helfen, auch so Menschen helfen zu können. She shook her head yes and got baptized in the Holy Ghost. Sie sagte ja und sie wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. She went back to high school the next day. Sie ging zurück zum Highschool am nächsten Tag. The professor said, "How was that evangelist?" Und der Professor fragte sie, wie war dieser Evangelist? She said, "Well, I got saved." Sie sagte ja, ich bin gerettet worden. And she said, "Amen." She said, "In good conscience, I don't believe I can be president of this club anymore." Und sie sagte, mit einem guten Gewissen kann ich nicht mehr Präsidentin dieser Vereinigung der Atheisten sein. Now you think, if I knew there was a crippled lady there. Nun, wenn du denken würdest, wenn ich wüsste, dass da eine Frau war, die verkrüppelt war. Or I knew there was an president of the atheist club there. Oder die Präsidentin der Atheistenclub des Highschools da war. I probably would have changed my sermon. Hätte ich wahrscheinlich meine Predigt geändert. I would have gone at it from an academic standpoint about how you can prove God can exist. Ich wäre akademisch darauf vorgegangen, wie man beweisen kann, dass Gott existiert. But the Bible says the foolishness of God is higher than the highest of man's wisdom. Aber die Bibel sagt, die Torheit Gottes ist größer als die Weisheit der Menschen. God bypassed her mind. Gott ist an ihrem Verstand vorbeigegangen. And touched her heart where a doctor's knife can't even go. Und hat ihr Herz berührt, wo nicht einmal das Messer eines Arztes hingehen kann. The answer to see Europe shaken by the power of God. Die Antwort, Europa erschüttert zu sehen mit der Kraft Gottes. The answer to see America and Canada shaken by the power of God. Die Antwort, dass Amerika und Kanada berührt werden kann von der Kraft Gottes. People think this kind of thing only works in Africa. Menschen denken, dass dies nur funktioniert in Afrika und Indien. But I'm telling you, there is a one-step solution to see the nations of the world shaken. Aber ich sag dir, es gibt eine Lösung, zu sehen, wie das geschehen kann in allen Städten dieser Welt. Not by might, not by power.
Nicht durch Kraft, nicht durch Heer oder Macht. But by my spirit, says the Lord. Sondern durch meinen Geist spricht der Herr. If the church is going to do what God's called us to do, wenn die Gemeinde das tun wird, wozu Gott uns berufen hat, you can't outreason the devil. Kannst du den Teufel nicht ausreden. The devil likes you to get on a mental platform with him to debate. Der Teufel will, dass du auf einer Verstandesebene mit ihm kommst und debattierst. You can't come up with cool enough programs to reach young people. Du kannst nicht genügend Programme dir ausdenken, um die jungen Menschen zu erreichen. But when you carry the power of God, aber wenn du die Kraft Gottes trägst, the devil will lose his hold without you even telling him to. Der Teufel muss dann loslassen, ohne dass du ihm das überhaupt sagen musst. And people that are addicted to drugs, und Menschen, die an Drogen gebunden sind, bound by alcohol, gebunden von Alkohol, some kind of bondage that the enemy saddled them with, irgendeine Gebundenheit, womit der Teufel sie gefangen hält, one move of the Holy Ghost, eine Erweisung des Heiligen Geistes, will take things the devil has planned for 30 years and destroy them in 5 minutes. Wird die Dinge, die der Teufel geplant hat, während 30 Jahren und sie in 5 Minuten zerstören. The devil had that disease in that lady's body for 6.5 years. 6.5 Jahre lang war diese Frau gebunden mit dieser Krankheit. Her husband was on his way to hell. Ihr Ehemann war auf dem Weg in die Hölle. That girl that was an atheist, her parents were atheists. Die junge Dame war Atheistin und ihre Eltern waren Atheisten. The devil had worked to keep that girl bound for generations. Der Teufel hat gearbeitet, damit diese Dame generationenlang gebunden bleiben würde. But all it takes is one skinny guy who's dumb enough to trust God. Aber alles, was es braucht, ist ein dünner Kerl, der dumm genug ist, Gott zu vertrauen. And one breath from heaven. Und ein Atemzug des Himmels. And things the devil's been working on for 4 decades get erased in 5 minutes. Und die Dinge, die der Teufel gebunden hält seit 40 Jahren, wird in 5 Minuten aufgelöst. I prophesy tonight in the name of Jesus Christ. Ich weissage heute Abend im Namen Jesus. Everything the devil has planted in your body. Alles, was der Teufel gesetzt hat in deinem Körper. Everything the devil has planted in your family. Alles, was der Teufel gesetzt hat in deiner Familie. It will be destroyed tonight in the name of Jesus Christ. Wird heute Abend zerstört im Namen Jesus. 2017 will be the best year you've ever had. Wird das beste Jahr sein, das du jemals gehabt hast. Whether the devil likes it or not. Ob der Teufel es mag oder nicht. God's not through with you. Gott ist noch nicht fertig mit dir. God's not through blessing you. Gott ist noch nicht fertig, dich zu segnen. This is the hour of the church of the Lord Jesus Christ. Dies ist die Stunde der Gemeinde Jesu Christi. This is a night to say, Father, I want the anointing. Dies ist ein Abend zu sagen, Herr, ich will gesalbt sein. I don't want to know about you. I want to know you. Ich will nicht von dir wissen, ich will dich kennen. In the power of the resurrection. Und in der Kraft deiner Auferstehungskraft. When you make up your mind. Wenn du dich dazu entschließt. I want the power of God. Ich will die Kraft Gottes. What Elijah had. Was Elia hatte. What Elisha had. Was Elia hatte. I want that in me. Ich will das in mir. You stop trying to avoid the devil, and the devil starts trying to avoid you. Dann wirst du nicht mehr. Dann wirst du aufhören, dem Teufel aus dem Weg zu gehen, und er wird auch aufhören, dir aus dem Weg zu gehen. Receive that tonight in the name of Jesus Christ. Empfange es heute Abend. If you receive it, take 30 good seconds, clap your hands, and give a mighty shout unto the Lord. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The devil is defeated. Der Teufel ist besiegt. Jesus Christ is King of Kings and Lord of Lords. Jesus ist gekommen. Amen. 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 To get you extra hungry for the power of God, let me just tell you a few things about the anointing. Damit du noch extra hungrig wirst für die Kraft Gottes, lass mich dir noch einige Dinge sagen über die Salbung. We'll call them wonders of the anointing. What does the anointing produce? Wir nennen sie Wunder der Salbung. Was bewirkt die Salbung Gottes? Because if you understand what the anointing has, you'll never want anything else. Denn wenn du verstehst, was die Salbung Gottes in sich hat, wirst du nichts anderes haben wollen. Like the psalmist said in the 92nd Psalm, I will be anointed with fresh. Wie der Psalmist sagt im Psalm 92, ich werde gesalbt sein mit frischem Öl. However you say that in Swiss, I want you to say it after the pastor. I will be anointed with fresh oil. Sag mit mir, ich werde gesalbt werden mit frischem Öl. Lift both hands to God and say it one more time. Hebe beide Hände auf dem Herrn und sag es noch einmal. I will be anointed with fresh oil. Gesalbt sein mit frischem Öl.
Hallelujah. Hallelujah. Man, I love that scripture. I will be anointed with fresh oil. Ich liebe diese Stelle, wo es heißt, ich werde erfüllt sein mit frischem Öl. Not God, I hope you anoint me with fresh oil. Oh nein, ich hoffe, du salbst mich mit frischem Öl. No, the psalmist made up his mind. I'm going to make a point to keep a fresh anointing on my life. Der Psalmist hat gesagt, ich werde etwas daraus machen, dass ich immer gesalbt bin mit frischem Öl. I get worried when I get around preachers and everything's 1996 and 2004. Ich sorge mich, wenn ich mit Predigern zusammen bin und sie erzählen nur von Zeiten von 1902 und 1800 sowieso. If I'm still talking about that crusade in Philadelphia 10 years from now, wenn ich immer noch in 10 Jahren von dieser Crusade rede, was in Philadelphia war. Thank God for everything that he's done up until now. Gott sei Dank für das, was Gott getan hat bis zum heutigen Tag. But everything increases in the anointing. Aber alles soll doch zunehmen in der Salbung. If you hit a wall in your life where it seems like the bottom dropped out, wenn du eine Mauer berührst in deinem Leben, wo es scheint, dass der Boden nicht mehr da ist. Everything was progressing and now you can't get past a certain place. Alles nahm zu, aber scheint so, als ob du jetzt nicht weiterkommen kannst. Maybe you hit a setback and you're looking back at a better time 10 years ago and don't know if you can get back there. Und vielleicht hast du irgendeine Mauer, bist an eine Mauer gekommen und du schaust jetzt nur noch zurück und weißt nicht, wie du da wieder hinkommst. When the Lord anoints you, everything begins to multiply. Wenn der Herr dich salbt, dann wird alles sich multiplizieren. If you believe it, can you say a living amen? Wenn du das glaubst, dann sag Amen. Hallelujah. Hallelujah. God's going to anoint you tonight. Gott wird dich salben heute Abend. And you'll never be the same. Und du wirst nie mehr derselbe sein. There's enough people in this room. Es sind genügend Menschen in diesem Raum. That if they all get on fire. Wenn ihr alle voll Feuer werdet. Zurich doesn't have a chance to keep revival from coming. Zürich keine Chance, Erweckung aufzuhalten. It wouldn't take any more than this room. Es braucht nicht mehr als was in diesem Raum ist. It doesn't take any more than one person. Es braucht nicht mehr als eine Person. To shake a nation. Um eine Nation zu erschüttern. It's your value for the power of God. Es ist deine Verlangen nach der Kraft It's Gottes. Your commitment to walking in the Spirit. Es ist deine Hingabe im Geist Gottes zu wandeln. And that's why I'm preaching a message like this on Saturday night. Und deswegen predige eine solche Botschaft am Samstagabend. If you're not Roman Catholic, there's no reason to be in church on a Saturday night. Wenn du nicht römisch-katholisch bist, dann gibt's keinen Grund im Gottesdienst zu sein. Your nephew's not being baptized. Dein Enkel wird nicht getauft. You're not here for a wedding. Du bist nicht da für eine Hochzeit. On Saturday night, the only people that come are people that are hungry. Am Samstagabend kommen die Leute, die einfach richtig hungrig sind. And Jesus said, "Blessed are they that hunger and thirst." Und Jesus sagte, gesegnet sind die, die hungern und dürsten. After my righteousness, the Nach things I have. Meine Gerechtigkeit und was ich habe. For they shall be filled. Denn sie werden erfüllt werden. Tonight God is going to fill you with the Holy Ghost. Heute wird der Herr dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. And you'll never be the same. Und du wirst nie mehr derselbe sein. You leave this meeting tonight with your foot on the head of the devil. Du wirst diese Versammlung gehen mit deinem Fuß auf dem Kopf des Teufels. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesus. Do you believe it? Shout amen like thunder. Sag amen. What does the anointing produce? Ja, was produziert die Salbung? Number one, the anointing destroys all sickness and all disease. Erstens mal, die Salbung zerstört alle Krankheit und Gebrechen. Acts 19:11. Apostelgeschichte 19 und Vers 11. God gave Paul the power to do unusual miracles or special miracles. Gott gab Paulus die Fähigkeit, besondere Wunder zu wirken. That even cloth that had been on his skin were taken to the sick. Dass selbst Kleidungsstücke, die von ihm genommen wurden und den Kranken gebracht, and any evil spirits came out. Und sie wurden geheilt und alle bösen Geister wichen. They didn't have to bring them in a back room for 4 hours. Sie mussten sie nicht in Jesus' name come out. In einem Hinterzimmer führen und während 4 Stunden sagen, komm raus, komm raus, komm raus. The residue of the anointing that was on the cloth that had been on Paul was more than any demon spirit could withstand. So den Überbleibsel der Salbung Gottes auf die Kleidungsstücke von Paulus waren genug, dass der Teufel fliehen musste. What's in the anointing? Was ist in der Salbung? Dominion over all sickness and all disease. Herrschaft über jede Krankheit und jedes Gebrechen. Jesus is never reported sick in Matthew, Mark, Luke, or John. Es wird nirgendwo gesagt in den Evangelien, dass Jesus jemals krank war. Peter was never unable to go on a mission with him because he had a sinus infection. Petrus, es steht nirgendwo, dass Petrus nicht auf Missionsreise gehen konnte mit Jesus, weil er halt den Schnupfen gehabt hat. The anointing destroys sickness and disease. Die Salbung zerstört Krankheit und Gebrechen. I'm going to find a picture for you. Ich will ein Bild hier finden für euch. I have it on my phone. Ich habe es hier auf meinem Phone. It'll boost your faith when you see it. Das wird dein Glauben stärken, wenn du dich siehst. There it is. Hier ist es. If you can see this picture, you should be in the Air Force. Wenn du dieses Bild sehen kannst, dann solltest du in der Luftwaffe sein. This is a baby. Das ist ein Kind.
What's that baby's name? Merrick. Kind heißt Merrick. Born 1 pound, 8 ounces. Geboren 1 Pfund und 8 Unzen. Ja. Barely big enough to survive. Also kaum groß genug, um zu überleben. Hanging on the edge of life and death. Und steht gerade an der Kippe zwischen Leben und Tod. The mother came to one of my meetings. Die Mutter kam in einer meiner Versammlungen. I didn't know any of the story. Ich kannte nichts von der Geschichte. I just saw a lady get up to leave early. Ich sah einmal, wie eine Dame aufstand, um ein bisschen früher wegzugehen von der Versammlung. And I said, "Lady, wait." Und ich sagte, Dame, bitte warten Sie. So she turned around like, "Oh, great, I'm in trouble." Und sie drehte sich um und dachte, oh Mann, jetzt komme ich noch in Schwierigkeiten. I said, "Listen, you can go." Und ich sagte, sie können gehen. But I know in my spirit the reason that you're leaving is there's a problem you have to attend to. Und ich sagte, ich weiß, der Grund, warum Sie gehen, ist, weil Sie ein Problem haben, dem Sie sich widmen müssen. I'm going to give you this cloth that I had in my suit. Ich werde Ihnen dieses Stück, Tuch geben, das ich hier bei mir habe. Take it to the problem and it will end the problem. Nehmen Sie das zu Ihrem Problem und das Problem wird sich erledigen. She fell to her knees and lifted her hands and started crying. Und sie fiel auf ihre Knie und erhob ihre Hände und fing an zu weinen. She invited her mother and father that night. That was the first time they had ever been in a full gospel meeting. They were Presbyterian. Sie hat ihren Vater und Mutter eingeladen zur Versammlung, das erste Mal in einer Gemeinde vom vollen Evangelium. The father stood up and said, her child's premature. Der Vater stand dann auf und sagte, ihr Kind ist Frühgeburt. And so they sent me that picture 10 days later. Und sie sandten mir dieses Bild 10 Tage später. The intensive care unit allowed her to put the cloth in the babies where they lay them. Und im Krankenhaus, they wouldn't, or they would. Sie haben sie erlaubt, das Tuch dort zu dem Kind hinzulegen. 10 days later, she sent me the picture of the kid laying on the cloth. Und 10 Tage später sandten sie mir das Bild, wie das Kind auf diesem Tuch liegt. To be taken off all the tubes and begin eating. Und sie konnten all die Schläuche wegnehmen. Das Kind fing an, selbstständig zu essen. The spirit of God destroys the spirit of death. Das Geist Gottes zerstört den Geist des Todes. Hallelujah. Hallelujah. Lift your hands all over this room. Hebt deine Hände auf überall in diesem Raum. Every infirmity infringing on the body of the children of God. Jede Krankheit, das sich irgendwo eingenistet hat in den Leiben von den Gläubigen hier. Whether it's in your blood, ob es in deinem Blut ist. Whether it's in your central nervous system, ob es in deinem zentralen Nervensystem ist. Whether it's in your bones, ob es in deinen Knochen. Whether it's caused by a demon spirit, oder ob es auch von einem dämonischen Geist ausgelöst wird. I don't care where it is or how it was caused. Egal wo es ist, egal was es hervorgebracht hat. In the name above every name, im Namen über jeden Namen, the name of Jesus, dem Namen Jesus, I curse that sickness and disease. Ich verfluche now diese in Krankheit Jesus' name. Und dieses Gebrechen jetzt im Namen Jesus. Be healed sei in Jesus' geheilt, name. In Jesu Namen. With your hands lifted, just begin to thank God out of your mouth. Mit deinen Händen erhoben, dankt einfach Gott aus deinem Mund. That the blood of Jesus is making contact with your body right now. Dass das Blut Jesus einfach Verbindung macht mit deinem Körper jetzt. In Jesus' name. Im Namen Jesus. Number one. Erstens. The anointing destroys all sickness and all disease. Die Salbung zerstört jede Krankheit und jedes Gebrechen. Can you say amen? Kannst du Amen sagen? Number two. The anointing strengthens your body. Zweitens, die Salbung stärkt deinen Körper. You say, why is that different than this lady in the 1, 2, 3, 4, 5th row? In der fünften Reihe, du. Step into the aisle. Komm einmal mal in den Gang. You're much easier to get in the aisle than the lady in the Ich habe mir viel, viel einfacher in den Gang gekriegt. Lift your hands right there. Heb deine Hände auf. Wo sind die Ordner? Wo sind die? God's already touched you. Gott hat dich bereits schon berührt. So this is just the icing. Also das ist einfach nur ein Zusatz drauf. In Jesus name. In Jesu Filled. Namen. Erfüllt. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. The anointing strengthens the body. Die Salbung stärkt den Körper. That's different than being healed. Das ist anders als geheilt zu werden. If you're going to do what God's called you to do, it takes supernatural strength to do it. Wenn du das tun wirst, wozu Gott dich berufen hat, dann brauchst du übernatürliche Kraft dazu. Brother Jonathan, I see how much you're preaching. Oh, Bruder Jonathan, ich sehe, wie du jetzt predigst. Make sure you rest. Ja, du musst dich ausruhen. I don't need rest. Ich brauche keine Ruhe. I feel like telling some people, you rest enough for both of us, so I'll preach for both of us. Ich mag gerne Leute sagen, du hast genug ausgeruht für uns beiden, also muss irgendjemand die Arbeit für beiden machen. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Die auf den Herrn harren, werden ihre neue Kraft sammeln. They shall mount up with wings as eagles. Sie werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Listen to the second part. They will
will run and never grow weary. Sie werden laufen und werden nicht müde werden. They shall walk and shall not faint. Sie werden gehen und werden nicht matt werden. The Bible says when the hand of the Lord came upon Elijah. Die Bibel sagt, dass die Hand Gottes über Elia kam. He outran the king's chariot as an old man. Ist er schneller gerannt aus den Wagen des Königs, als alter Mann sogar. He didn't have Nike track shoes on. Er hatte keine Nike Turnschuhe an. And even if you have Nike track shoes, you're not going to run past a horse. Und auch wenn du Nike Turnschuhe hast, dann wirst du auch nicht schneller rennen als ein Pferd. He was on unpaved roads. Er war auf einer Straße, die nicht geteert war. In a body that was over 70 years old. In einem Körper, der über 70 war. And either barefoot or with sandals on. Entweder mit Sandalen oder barfuß. And he ran past the king's chariot. Und er schneller gerannt aus den Wagen des Königs. When the anointing makes contact with your body. Wenn die Salbung Berührung macht mit deinem Körper. There is a supernatural strength from heaven that comes into your bones. Ist eine übernatürliche Kraft vom Himmel, das in deinen Knochen kommt. Don't listen to what heathens say and think what they say is true for you. Höre nicht auf, was die Heiden sagen und was du denkst, dass sie auch, dass es auch für dich gilt. Well, after you turn 55, you know it's just different. Ja, weißt du, wenn du 55 geworden bist, dann ist es anders. Your eyes don't see the same. Deine Augen sehen nicht mehr so klar. I've been hearing the devil say that since I was a teenager. Ich hörte, wie der Teufel das sagte, seitdem ich ein Teenager bin. I pray by the time I'm 55, I can see through walls. Ich bete, dass wenn ich 55 werde, ich kann sogar durch Wände schauen. Just to shut the devil up. Um einfach den Teufel mal den Mund zu machen. Superman could do it, and he wasn't even saved. Superman konnte das tun, aber nicht einmal gerettet. Living with Lois Lane, they're not even married. Lebte mit Lois Lane, sie waren nicht einmal verheiratet. No, stop thinking about getting weak and realize that strength belongs to the children Nein, of God. Denk nicht daran, schwächer zu werden, sondern Kraft gehört dem Leib Christi. Even in old age, they will remain vital and green and shall produce much fruit. Selbst im Alter werden diese kraftvoll und jung und voll Leben sein. You anoint my head with oil, I'm as strong as a wild ox. Du salbst mein Haupt mit Öl, ich bin stark wie ein Ochse. Receive that strength for your physical body today. Empfang diese Kraft für deinen physischen Leib heute. Any weakness that is set in from an accident or a surgery. Jede Schwäche, die gekommen ist durch irgendeine Operation oder durch einen Unfall. I see God supernaturally reversing that now in Jesus' name. Ich sehe, wie Gott das übernatürlich umdreht jetzt. If you receive it, let your amen be the loudest. Wenn du es empfängst, dann sag Amen. Number three, prosperity and open doors. Nummer drei, Wohlstand und offene Türen. Psalm 23:5. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Du salbst mein Haupt mit Öl, mein Becher fließt über. The sin brings poverty. Sünde bringt Armut. Read Proverbs. Lies es doch in Sprüchen. So it makes sense that the power of God brings prosperity. Also macht es Sinn, dass die Kraft Gottes auch Wohlstand bringt. Deuteronomy 8:18. 5. Mose 8:18. I am the Lord your God who giveth thee power to create wealth. Ich bin der Herr euer Gott, der euch Kraft verleiht, Reichtum zu erwerben. Number four, the anointing makes you unassailable. Viertens, die Salbung macht dich unattackable. Unangreifbar. People can try to attack. Menschen können versuchen, dich anzugreifen. Let me put it this way. Lass mich es so sagen. When the fire of God's on you, wenn das Feuer Gottes auf dich kommt, you'll never have to turn the other cheek. Musst du niemals die andere Wange hinhalten. Because no one will ever make it successfully to your first cheek. Denn niemand wird Erfolg haben, die erste Wange überhaupt zu schlagen. The Bible says when the military came to attack David. Die Bibel sagt, dass das Militär kam, David anzugreifen. When David realized that Saul was going to assassinate him. Als David erkannte, dass Saul ihn umbringt. He made a wise decision. Hatte eine weise Entscheidung getroffen. He went and lived with the prophet Samuel. Er ging und lebte mit dem Propheten Samuel. When the first troop came, und als die erste Truppe kam, the Spirit of God hit them and they began to prophesy. Traf die Kraft Gottes die Truppen, sie fingen an zu weissagen. When the second group came, als die zweite Gruppe kam, the Spirit of God hit them and they began to prophesy. Der Geist Gottes kam über sie, sie fingen an zu weissagen. Finally, Saul said, "I'll take care of this myself." Schließlich sagte Saul, ich werde es halt selber machen müssen. But when he stepped on the property, aber als er ein Fuß auf dem Stück Land machte, the power of God hit him. Die Kraft Gottes kam über ihn. He fell over. Er fiel nach
nach vorne, tore his clothes off, hat seine Kleider gerissen, and began to prophesy. Und fing an zu weissagen. God made a mockery out of the person coming to kill his child. Gott hat demjenigen zu Spott gemacht, der gekommen ist, um sein Kind zu töten. The anointing is a divine protection. Die Salbung ist eine göttliche Schutz. They lined up to push Jesus over a cliff. Sie sind zusammengekommen, um Jesus über die Klippe zu werfen. But he walked through the crowd. Aber er ist mitten hindurchgegangen. Not ran through the crowd, walked through the crowd. Ist nicht hindurchgerannt, sondern ist hindurchgegangen. And no one dared lay a hand on him. Und niemand wagt es, ihn anzurühren. They're afraid of everything now. Die haben Angst vor allem jetzt. ISIS. Mosquitoes. Mosquitoes. With a virus. Mit einem Virus. Everywhere I get asked to preach, I have somebody message me. You need to be careful going there. Überall, wohin ich gehe zu predigen, irgendjemand schreibt mir ein Message und sagt, ja, du musst vorsichtig sein dort. I heard you're going to Uganda. You need to be careful. Ich hörte, du gehst nach Uganda. Du musst vorsichtig sein. Well, the same people told me to be careful in Philadelphia. Ja, die Leute haben mir gesagt, ich soll vorsichtig sein in Philadelphia. I can't preach in America. Also ich kann nicht in Amerika nicht predigen. I can't preach in Africa. Ich kann in Afrika nicht predigen. Can't preach in India. In Indien auch nicht. If you take that fearful mentality, you can't go anywhere. Wenn du diese angstvolle Mentalität nimmst, dann kannst du nirgendwo hingehen. But the Lord is my light and my salvation. Aber der Herr ist mein Licht und meine Rettung. Whom shall I be afraid of? Vor wem soll ich mich fürchten? The Lord is the stronghold of my life. Der Herr ist die Stärke meines Lebens. Man, after the psalmist saw God deliver him. Nachdem der Psalmist sah, wie er ihn befreit hat. It was written in the Bible for everybody. Es wurde geschrieben für alle. You don't have to be afraid of anyone. Du musst keine Angst haben vor niemand. When you have the fire of God on you. Wenn du die Feuer Gottes auf dir hast. People will get out of your way. Werden Menschen dir aus dem Weg gehen. There are angels ordered to protect you wherever you go. Engel sind gesandt, um dich zu beschützen. I was preaching in India. Ich predigte in Indien. I had a pastor friend with me. Ein Pastorfreund war mit mir. We were driving to the first night of the meeting. Und wir fuhren zur ersten Versammlung der Evangelisation. And the guy that was driving us said, I need to tell you something. Und unser Fahrer sagte, ich muss euch was sagen. Don't preach against idol worship in India. Predigen Sie ja nicht gegen Götzendienst hier in Indien. Don't do it. It's very dangerous. Tun Sie das nicht, das ist sehr gefährlich. Kept talking about it for like 5 minutes. Und sprach 5 Minuten darüber, wie gefährlich es sei. Now, I felt like you're the driver, not the preacher. Und ich dachte, Sie sind doch der Fahrer, nicht der Prediger hier. I'm not telling you how to drive. Ich sag dir auch nicht, wie du fahren sollst. So the fact that this guy took it upon himself to instruct me what not to preach on. Also die Tatsache, dass dieser Fahrer es auf sich nahm, mir zu sagen, was ich nicht predigen soll. And what he told me not to preach on is one of the Ten Commandments. Und eines, was er mir sagte, worüber ich nicht predigen soll, ist einer der 10 Gebote. I took that to mean the devil was telling me what not to preach on. Ich habe verstanden, der Teufel will mir sagen, was ich nicht predigen soll. And if you know what the devil doesn't want you to do, und wenn du weißt, was der Teufel nicht will, was du tust, then you know to do it twice. Dann weißt du, dass du es doppelt stark tun sollst. So I changed my sermon and wrote a whole new sermon against idol worship. Also ich habe meine Botschaft geändert, habe eine neue Botschaft geschrieben über Götzendienst. So I got up and started quoting all the scriptures about dumb, deaf idols. Und ich stand auf und predigte eine Botschaft über die dummen und die tauben Götzen. I said, your grandfather served that idol. Und ich sagte, euer Großvater haben diese Götzen gedient. Your mother served that idol. Deine Mutter haben diese Götzen gedient. You're serving that idol. Du dienst diese Götzen. And it's never done anything for any of you. Und es hat überhaupt nichts für dich gebracht. Everybody's poor. Alle sind arm. Everybody's sick. Alle sind krank. That idol has some explaining to do. Dieser Götze soll doch mal was erklären. And then I kept going. Und dann habe ich es weitergetrieben. I got carried away. Ich hab's weitergetrieben. I said, I saw a man at a Hindu temple today. Und ich sagte, ich sah einen Mann in einem Hindu-Tempel heute. He was guarding an idol. Und er beschützte einen Götzen. I said, what's that guy doing? Und ich fragte, was macht denn dieser Mann? They said, he's in charge of making sure no one steals the idol. Er sagte, er ist dafür verantwortlich, dass niemand diesen Götzen stiehlt. I said, man, I'm glad I don't have to stand and guard my God. Und ich sagte, ich bin froh, ich muss nicht da stehen und meinen Gott beschützen. So that no one puts him under their arm like a football and runs off. Dass niemand ihn einfach unter den Arm nimmt und wie ein amerikanischer Football nimmt und wegrennt. I said, the God I'm telling you about tonight, you don't guard him, he guards you. Ich sage, den Gott, den wir heute Abend dienen, ist nicht ein Gott, den wir beschützen müssen, sondern er beschützt. You don't provide for him, he provides for you. Du sorgst nicht für ihn, er sorgt für dich. So I kept going on and on. Und da habe ich es weitergetrieben. Well, we were preaching in a building where the walls weren't finished. Und wir haben in einem Gebäude gepredigt, wo die Mauern noch nicht fertig waren. We were on the third floor. Wir waren im dritten Stock. And the sound was going out into the village. Und die ganze Botschaft ging hinaus in die ganze Dorf. So I finished the meeting and went to go downstairs. Und ich habe die Versammlung abgeschlossen und bin dann nach unten gegangen. And the driver of the taxi was waiting there.
Und der Taxifahrer, ja, der wartete unten auf uns. He said, man, you almost died tonight. Und sagte, mein, du bist fast gestorben heute Abend. I said, what happened? Ich fragte, was ist denn los gewesen? He said, when you were preaching what I told you not to preach about. Und sagte, als sie das gepredigt haben, was ich gesagt habe, sie sollten sie nicht predigen. Some men from the village came. Kommen einige Männer aus dem Dorf. With sticks and machetes. Mit Machetten, mit Messern und mit Stöcken. He said, about 10 came and said, we're going to go kill. Und ungefähr 10 sind gekommen und haben gesagt, wir wollen diesen Kerl umbringen. I said, why didn't they come to kill me? Und ich fragte, warum sind sie denn nicht gekommen? He said, well, they said, we're waiting for more guys. Er sagte, ja, sie warten auf noch mehr Kerle. It's a good thing they couldn't see me. It doesn't take 30 people to kill me. Zum guten Glück haben sie mich nicht gesehen, weil da hätten sie gleich gemerkt, es braucht keine 30 Leute, um mich umzubringen. Any teenage girl would take me out. Yeah, sogar eine Teenage-Mädchen könnte mich sogar umbringen. He said, while they waited for the other guys to come. Und er sagte, als sie warten auf die anderen, die kommen sollten. They sat and listened. Saßen sie da und hörten mir zu. When the 20 more guys came, they said, let's go get him. Und als die 20 weiteren Kerls kamen, sagten sie, lass uns jetzt losgehen. Wait till he finishes, have a seat. Und die anderen 10 sagten, nein, lass ihn noch fertig machen, setzt euch auch hin. When you finish preaching, half of them went home and half of them came up the stairs and got saved. Und sagte dann, nachdem du fertig gepredigt hast, sind die Hälfte nach Hause gegangen, die andere Hälfte ist nach oben gekommen und sind zum Altar vorne. The anointing is actually an arresting agent of God. Die Salbung ist wirklich eine Kraft, die Menschen innehält. It'll arrest physical enemies. Das wird physische Feinde aufhalten. It'll arrest spiritual enemies. Geistige Feinde aufhalten. It'll arrest sickness. Das wird Krankheit aufhalten. It'll arrest poverty. Armut aufhalten. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu Christi. Everything the devil has sent from hell to arrest you. Alles, was der Teufel gesandt hat, um dich aufzuhalten. Tonight the anointing arrests that thing. Heute hält die Salbung dieses auf. Can I tell you the rest of the story? Soll ich dir den Rest der Geschichte erzählen? So by the end of the week, the people were happy. Bis zum Ende der Woche waren die Leute ganz glücklich. And they brought a guy that was paralyzed from the neck down into the meeting. Und sie brachten einen Mann, der gelähmt war vom Nacken herunter. I told everybody we were going to anoint everybody with oil that night. Und ich sagte im Voraus, wir werden jeden salben mit Öl an dem Abend. So I preach what I'm preaching now, the wonders of the anointing. Und ich predige, was ich jetzt predige, die Wunder der Salbung. So they bring this guy up in a bed. Und sie bringen diesen Mann nach vorne in einem Bett. Skin and bones can only move his head. Er hat nur Haut und Knochen, kann nur seinen Kopf bewegen. And so I prayed for him first. Und ich habe zuerst für ihn gebetet. I put oil on his head. Ich habe ihn gesalbt mit Öl. He was still just as crippled and now he was just greasy. Er war genauso verkrüppelt und jetzt war er noch ölig. I went down and anointed everybody else with oil. Und ich habe dann weiter alle anderen gesalbt mit Öl. He was still laying there. Er lag immer noch da. I went back and I thought, well, this is my last night. Und ich ging dann wieder hin und dachte, ja, das ist mein letzter Abend. No use saving oil. Ja, man braucht ja das Öl nicht zurückzubehalten jetzt. I'm going for it. Also wir gehen aufs Ganze. I poured the whole bottle over his head. Ich habe die ganze Flasche ausgegossen über ihn. He almost drowned in oil. Er ist fast ertrunken in Öl. And he still never moved. Und hat immer noch nicht sich bewegt. Man, I was angry. Nun, ich war wütend. On my drive home, I said, Lord. Auf dem Weg nach Hause sagte ich, Herr. I know it's my fault. Ich weiß, es liegt an mir. But it, just for the record. Aber einfach mal um festzuhalten. I wasn't telling everybody how great I was. Ich habe den Leuten nicht erzählt, wie großartig ich bin. I was telling everybody how great you are. Ich habe allen erzählt, wie großartig du bist. And when they had to carry him back out of the room paralyzed, it doesn't make me look bad. Und als sie den Mann wieder gelähmt aus der Versammlung tragen mussten, da schaue ich nicht schlecht aus. Over to you. Ich geb's dir weiter. I said, I know it's my fault. Ich weiß, es liegt an mir. So I'm going to go on a 21-day fast. Also werde ich 21 Tage fasten. For the power that be the last paralyzed person that ever leaves my meeting like that. Dass die Kraft da ist, dass das der letzte gelähmte Mann ist, der jemals eine Versammlung von mir so wieder verlässt. 10 days into my fast. 10 Tage nach meinem Fasten. I get a WhatsApp message from India in the United States. Kriege ich eine WhatsApp-Botschaft aus Indien in Amerika dann. It was a picture of that man that was on the bed standing up waving at me with a smile. Es war ein Bild von diesem Mann, der aufstand und der mir zuwinkte mit seiner Hand. The pastor's wife said, the next day after you anointed him with oil. Die Frau vom Pastor hat gesagt, am nächsten Tag, nachdem du ihn gesalbt hast mit Öl. His caretaker went in to give him food and he was standing up like this. Der ihn eigentlich versorgt hat, kam rein
und er stand auf neben seinem Bett. She said, word got out into the village what happened. Und sie sagte, das Wort davon ging überall ins ganze Dorf. And so many people are coming to get healed that we have to do a healing meeting every day for an hour. Und so viele Leute kamen für Heilung, dass wir einen Heilungsgottesdienst machen mussten, jeden Tag, jede Stunde. Then she said, Tag für eine Stunde. I was meaning to send you the picture sooner. Ich wollte dir eigentlich das Bild ein bisschen früher schicken. Well, thanks, because you can't take the time to send a picture. I'm over here starving to death. Danke. Währenddem Sie nicht die Zeit finden, mir ein Bild zu schicken, bin ich am Verhungern hier. Because you can't clear 10 seconds out of your schedule to send a picture. Nicht einmal 10 Sekunden, um mir das Bild zu schicken schon. The anointing touched that man. Aber die Salbung hat diesen Mann berührt. I got a phone full of pictures that people have sent me. Ich habe ein Telefon voller Bilder, die Menschen mir geschickt haben. They all start the same way. Das beginnt immer auf dieselbe Art und Weise. You're never gonna believe what happened. Du wirst niemals glauben, was passiert ist. In the beginning, they were right. Am Anfang haben sie recht gehabt. But after you get the 100th video or picture, aber nachdem der 100. Bild oder Video zu dir kommt, of a crippled person walking, von einer verkrüppelten Person, die gehen kann, deaf boy hearing, ein tauber Junge, der hören kann, let me tell you how powerful the name of Jesus is. Lass mich dir sagen, wie kraftvoll der Name Jesus ist. I was in Georgia. Ich war in Georgia, in Amerika. I called out a man that was deaf to pray for his deaf ear. Ich habe einen Mann nach vorne gerufen, der taub war auf einem Ohr. I said, in the name of Jesus, I command this deafness to come out of your ears. Und ich sagte, im Namen Jesus, diese Taubheit muss gehen. His ears came open and he heard and testified. Und sein Ohr öffnete sich, er konnte hören, hat Zeugnis gegeben. About a week and a half later, I got a message from a mother that was there. Anderthalb Wochen später bekam ich eine Botschaft von einer Mutter, die dort war. Her son was almost totally deaf in both ears. Ihr Sohn war beinahe ganz taub in beiden Ohren. When I told that man's ears to come open, the son's ears popped. Als ich sagte, diesem Mann, sein Ohr soll sich öffnen, sind auch die Ohren von diesem Jungen aufgegangen. And she said, I wanted to wait till I got it confirmed with a medical report. Und sie sagte, ich wollte warten, bis es bestätigt wurde von einem Arzt. Here's the medical report. Und hier ist der medizinische Bericht. He doesn't have to go to special classes. Er muss keine besonderen Klassen mehr nehmen. And the audiologist had to admit it was a miracle. Und der Ohrenarzt musste zugeben, es ist ein Wunder. Because that's the only way it could have happened. Denn nur so konnte das passieren. Listen, this power is so strong. Diese Kraft ist so stark. That when you tell the one man's ears to come open, dass wenn du gebietest, dass die Ohren von einem Menschen aufgehen. The other spirit of deafness, just in case you were talking to it, it leaves too. Der andere Geist der Taubheit, nur für den Fall, dass du auch zu ihm gesprochen hast, geht auch. The reason most Christians struggle is they think the power of God's small and the power of the devil's great. Der Grund, warum viele Christen Mühe haben, ist, weil sie denken, die Kraft Gottes ist klein und die Kraft des Teufels riesengroß. But I want to tell every one of you this tonight. Aber ich will jedem eines von euch erzählen heute. The devil is defeated. Der Teufel ist besiegt. Jesus stripped him of all his power. Jesus hat ihm alle Kraft abgenommen. And he gave power unto the church. Und er gab der Gemeinde die Kraft Gottes. To heal all manner of sickness and disease. Um jede Art von Krankheit zu heilen. To trample on the head of the devil. Um auf den Kopf des Teufels zu trampeln. The last defeat that you suffered will be the last defeat you ever suffer. Die letzte Niederlage, die du erlebt hast, ist die nächste Niederlage, die du haben wirst. Are there challenges? Yes. Gibt es Herausforderungen? It's normal to be challenged. Es ist normal, herausgefordert zu werden. But it is unscriptural to be defeated. Aber unbiblisch zerschlagen zu werden. There's still a devil. Es gibt immer noch einen Teufel. But big deal. Aber was soll's? God gave you power to destroy the work of the Gott devil. Gott hat dir Kraft gegeben, um die Werke des Teufels zu zerstören. And I prophesy in Jesus' name. Und ich weissage in Jesus' from Namen. This day until you go to heaven. Diesem Tag, bis du zum Himmel kommst. You will make a mockery of the devil all the days of your life. Du wirst den Teufel dich verspotten mit allem, was du hast. God will use you to beat down the gates of hell. Gott wird dich gebrauchen, um die Pforten der Hölle niederzuschlagen. If you know God's going to use you like that, let hell hear you. Clap your hands and give a mighty shout unto the King of Kings and Lord of Lords. Hey! Hallelujah! Hallelujah! Glory! Somebody shout amen! Sag mal amen! The anointing makes you unassailable. Die Salbung macht dich unaufhaltbar. The anointing destroys demonic power. Die Salbung zerstört dämonische Kraft. Sin.
Sünde is a demonic power. Ist eine dämonische Kraft. Jesus redeemed us from sin. Jesus hat uns erlöst von der Sünde. He didn't just forgive our sins. Er hat uns nicht nur die Sünden vergeben. He gave us power to live in dominion over sin. Er gab uns die Kraft, über die Sünde zu herrschen. The Bible says when they put new ropes on Samson, bound him with new ropes. Die Bibel sagt, als sie Simson gebunden hat mit neuen Seilen. In the book of Judges. Im Buch der Richter. The Spirit of the Lord came upon Samson. Der Geist Gottes kam über Simson. And the ropes fell off as if they were burned by fire. Und diese Seile sind einfach zerrissen worden, wie wenn sie einfach verbrannt waren. The Bible says in Proverbs, a man's sins are like ropes that catch and hold him. Die Bibel sagt in den Sprüchen, dass die Sünden eines Menschen wie Seilen sind, die ihn festbinden. And when the anointing comes on you, it burns those ropes off. Aber wenn die Salbung über dich kommt, dann werden diese Seilen verbrannt. There's people in churches all over the world getting prayer for the same, to get victory over the same sin they got prayer for last week. Es gibt Christen überall in den Gemeinden weltweit, die jedes Mal kommen, um wiederum Gebet zu bekommen für dasselbe, wofür sie Gebet bekommen haben die Woche zuvor. A slave to alcohol. Die gebunden sind an Alkohol. Bound by drugs. Gebunden sind von Drogen. Bound by sexual immorality. Gebunden von sexueller Immoralität. They want to be free, but they can't be free. Sie wollen frei sein, aber können nicht frei werden. When they come up for prayer, they mean it. Aber wenn sie nach vorne kommen für Gebet, sie meinen es. I don't want to do that anymore. Ich will das nicht mehr tun. I've caused my family a lot of pain. Ich habe meiner Familie viel Schmerzen beigefügt. Pray that I'll be free. Bete, dass ich frei werde. Other people praying for you can't make you free. Alle andere Menschen, die für dich beten, können dich nicht frei machen. The bottom line is, you have to get filled with the Holy Ghost. Sondern du musst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. God doesn't want you to know someone that has the fire. Gott will nicht, dass du jemanden kennst, der das Feuer hat. When the wind came in the room, the fire came on everyone. Als der Wind in den Raum kam, kamen die Feuerzungen über jeden. It didn't come on Peter to establish the church. Nicht nur über Petrus, um die Gemeinde zu beginnen. It fell on every believer that was in the room. Und der Heilige Geist fiel auf alle, die im Raum waren. And I believe God tonight. Und ich glaube Gott heute Abend. That when the fire of God falls on you. Dass wenn die Feuer Gottes über dich kommt. Every unclean action that you haven't been able to shake, it will be burnt out of you tonight. Jede unreine Handlung, die du nicht loswerden konntest, wird heute Abend gebrannt. Ausgebrannt werden aus deinem Leben. No more struggling with sin. Kein weiteres Abmühen mit Sünde. You leave this meeting free in Jesus' name. Geh von dieser Versammlung frei im Namen Jesu. If you believe it, say thank you, Jesus. Wenn du das glaubst, sag danke, Jesus. Go ahead, say thank you, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Last thing I'll tell you about the anointing. Das letzte, was ich dir sagen will von der Salbung heute. The anointing destroys an uncaring, indifferent, spiritually lazy attitude. Die Salbung Gottes zerstört eine gleichgültige, müde, ausgelaugte Einstellung. I'm going to have your pastor read in your language Matthew 25. Matthäus 25 soll der Pastor lesen. Verses 1 to 13. Vers 1 bis 13. And I want you to pay careful attention to this story. Und ich möchte, dass ihr diese Geschichte genau zuhört. Because this is one of the most important things the anointing does. Denn das ist eines von den wichtigsten Dingen, die Salbung tut. Matthew 25, 1 to 13. Matthäus 25, Vers 1 bis 13. About the versions, right? Go ahead, just yours. Yeah. 25, 1 to 13. Okay. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erloschen. Die Klugen aber antworten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen, zu kaufen kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortet und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Can you say amen?
Sag Amen. Listen, in Matthew 24, Jesus told the signs of his coming back. In Matthäus 24 hat Jesus erzählt von den Zeichen seiner Wiederkunft. The generation that sees Israel reborn as a nation will still be here when I come back again. Die Generation, die sieht, wie Israel wiedergeboren wird als Nation, wird immer noch da sein, wenn ich wieder zurückkomme. That's our generation. Das ist unsere Generation. And then Jesus immediately went into a story to tell what would happen in that generation. Und dann hat Jesus gerade eine Geschichte erzählt, was passieren wird mit dieser Generation. 10 were originally ready to meet the Lord when he comes. 10 waren ursprünglich bereit, den Herrn zu begegnen, wenn er kommt. 5 were wise, 5 were foolish. 5 waren weise und 5 waren töricht. All 10 had the fire. Alle 10 hatten das Feuer. And as the master waited to come, they became drowsy and fell asleep. Aber als der Meister darauf wartete zu kommen, sind 5 müde geworden. Lazy. Wurden spiritually lazy, wurden faul, spiritually indifferent, geistlich faul, geistlich gleichgültig. You know, I see people here, I don't see that actually. Wenn ich hier schaue, ich sehe das hier nicht. I see people forward on their seat. Ich sehe Leute, wie er auf den Vorderstühlen sitzt. Bright eyes. Mit offenen Augen. But I'm telling you, when I'm preaching, I can spot it that somebody's losing it and on their way to hell. Aber weißt du, wenn ich am Predigen bin, dann kann ich es sehen und ich kann gerade die Leute bemerken, die eigentlich auf dem Weg sind in die Hölle. Oh yeah, I've heard about the anointing. Oh yeah, ich habe schon mal gehört von der Salbung. Oh, he's one of those faith preachers. Er ist doch einer von diesen Glaubenspredigern. I know about faith. I heard Brother Hagin teach on it. Ja, ich habe doch gehört, wie Bruder Hagin darüber gepredigt hat. They lost it. Aber sie haben es verloren. The power of God can be moving. They're just out of it. They're spiritually checked out. Sie sind geistig gesehen, haben sie einfach ausgecheckt. Listen, if you got saved and automatically your place in heaven was guaranteed, wenn du gerettet wurdest und automatisch dein Platz im Himmel ist dir garantiert, there was no reason for Jesus to tell this story. Gibt es keinen Grund, warum Jesus diese Geschichte erzählen sollte. Paul wrote back to every church that he held a revival at. Paulus schrieb an jede Gemeinde, in die eine Erweckung gehabt hat. And said, let me tell you as I told you before. Und sagte, lass mich es dir sagen, wie ich es zuvor gesagt habe. If you slip back into this, you will not enter the kingdom of heaven. Wenn du zurückgehst in dieses hinein, dann wirst du nicht in das Reich Gottes kommen. Any teaching that makes you comfortable with sin. Jede Lehre, die dich einfach bequem macht mit Sünde. Comfortable with failure. Bequem macht mit Versagen. You are listening to a devil talking. Hörst du einem Teufel zu? I'm telling you, I get mad. Ich sagte, ich werde wütend. How many of you know none of us are perfect? Ja, weißt du, keiner von uns ist perfekt. Speak for yourself. Ja, rede für dich selber, bitte. The imperfect me was nailed to the cross with Christ. Der nicht perfekt war in mir. Nevertheless, I live. Genagelt worden mit Christus nicht. Yet it is no longer I that lives, but Christ who lives dennoch in me. Dennoch lebe ich, aber nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. How many of you know we live in a fallen world? Ja, wir leben doch in einer gefallenen Welt. Yeah, but we have dominion over that world. Ja, aber wir haben die Herrschaft über diese Welt. Did you notice any time people teach like that, there's never any power in their voice? Gemerkt, wenn Leute darüber lehren, ist nie eine Kraft in ihrer Stimme. Swiss, Italian, Schweizer, French, Italienisch, Französisch, English, Englisch, Chinese, Chinesisch. Doesn't matter what the language is. Egal was die Sprache ist. A religious devil always has the same cadence. Ein religiöser Teufel, der klingt genau gleich. How many of you know? Wie viele von euch wissen? Life's very hard sometimes. Das Leben ist sehr schwierig manchmal. How many of you know we do our best? Weißt du, wir machen einfach unser Bestes. We're not in control of how things work out. Wir können niemals kontrollieren, was eigentlich abgeht. Always that whispering, powerless voice. Immer so diese flüsternde Stimme. Because the Holy Ghost is never attached to that kind of teaching. Weil der Heilige Geist ist niemals verbunden mit so einer Art von Lehre. Jesus didn't give us struggles. He gave us dominion. Jesus hat uns Vollmacht gegeben und nicht Mühe. How many of you know life's not easy? Ja, weißt du, das Leben ist nicht einfach. Oh, so Jesus didn't know what he was talking about? Ja, dann wusste Jesus nicht, wovon er sprach. Come unto me, all ye that are weary and heavy laden. Kommt zu mir, all ihr, die Mühe habt und beladen seid. Come and learn of me. Kommt und lernt von mir. For I am meek and lowly at heart. Denn ich bin sanftmütig. Take my yoke upon me. Nehmt mein Joch auf euch. For my yoke is easy. Denn mein Joch ist leicht. And my burden is light. Und meine Bürde ist leicht. See, and people that don't have the anointing can't understand that. Aber die Leute, die die Salbung nicht haben, können das nicht verstehen. Yeah, but it's not easy. Aber weißt du, es ist nicht einfach. You're right.
Ja, du hast recht. For you, it's not. Für dich ist es nicht. It's very difficult to beat up 30 angry Indian men that want to kill you. Es ist sehr schwierig, 30 bösartige Menschen zu zerschlagen, die kommen, um dich umzubringen. But when the anointing's on you, aber wenn die Salbung auf deinem Leben ist, you never have to throw one punch. Da musst du nicht einmal einen Schlag abgeben. Half go home, half get saved. Die Hälfte geht nach Hause und die Hälfte wird gerettet. And the other half probably got saved the next week when the quadriplegic was watching. Und die andere Hälfte wurde gerettet in der nächsten Woche, als der Gelähmte geheilt wurde. You going to church isn't what makes things easy. Dass du in die Gemeinde gehst, ist nicht das, was leicht ist. You reading your Bible 5 minutes a day doesn't make things easy. Dass du deine Bibel liest 5 Minuten am Tag, macht es nicht leicht. But when you let the same Spirit that raised Jesus Christ from the dead, aber wenn du denselben Geist hast, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, get on the inside of you, in dir innen drin groß wird, and coat the outside of you, und komm aus dir raus. That's why those two terms are used. Infilling of the Holy Ghost. Deswegen sagt man die Füllung im Heiligen Geist. And baptism of the Holy Ghost. Und die Taufe im Heiligen Geist. The anointing on the inside. Die Salbung in dir. Like an internal engine. Wie eine Motor in dir drin. And the anointing on the outside. Und die Salbung außen. You will lay your hands on the sick, and the sick shall recover. Die Hände auf die Kranken legen und die Kranken werden genesen. When you let yourself get filled on the inside. Wenn der erfüllt wird, innen drin. And it overflows on und the outside. Überfließt. You will make a mockery of the devil in every arena of life. Den Teufel verspotten in jedem Bereich des Lebens. I see everything turning around for your good tonight. Ich sehe, in the name of Jesus alles Christ. Wendet sich zum Guten heute Abend im Namen Jesus. If you believe it, shout aloud, amen. Jubel, amen. Hallelujah. Hallelujah. The fire must never go out. Das Feuer darf nie ausgehen. I didn't realize I preached that on that video. Now you think I only have one sermon. Scheint so, als ob ich nur eine Botschaft habe. Ich habe es ja auf dem Video so gepredigt, ja. But if I only could have one sermon, I would preach the fire must never go out. Aber wenn ich nur eine Botschaft hätte, dann würde ich das predigen. Das Feuer darf nie ausgehen. My dad's a preacher. Mein Vater ist Prediger. I grew up around preachers' kids my whole life. Ich bin mein ganzem Leben aufgewachsen um Predigern herum. I could put you on Facebook right now. Ich könnte ja auf Facebook Gott sagen. They're totally on their way to hell. Sie viele sind total auf dem Weg zur Hölle. They were in the same meetings as sie waren in dieselben Versammlungen wie ich. Saw the same miracles. Haben dieselben Wunder gesehen. But the Bible says in Acts 8, aber die Bibel sagt in Apostelgeschichte 8, there was a citywide revival in Samaria. Es gab in Samarien eine stadtweite Erweckung. Many that were crippled were healed. Viele, die verkrüppelt waren, wurden geheilt. So there was great joy in the city. Also es war große Freude in der Stadt. But Peter and John heard that none of these had yet received the Holy Ghost. Petrus und Johannes hatten aber gehört, dass keiner von ihnen die Erfüllung im Heiligen Geist bekommen haben. So they journeyed to Samaria to lay their hands on them, also, that they might receive the Holy Ghost. Kamen sie nach Samarien, um ihnen die Hände aufzulegen, damit sie erfüllt würden mit dem Heiligen Geist. Seeing miracles isn't enough. Wunder zu sehen ist nicht genug. Being around anointed people isn't enough. Um gesalbte Menschen zu sein ist nicht genug. There has to be a night like tonight where you have your own encounter with God. Es muss ein Abend sein wie heute Abend, wo du eine eigene Begegnung mit Gott hast. And when the Holy Spirit comes in, und wenn der Heilige Geist in dir kommt, everything that's not of God steps out. Alles was nicht von Gott ist, macht einen Weg aus. When the Holy Spirit comes on the inside, wenn der Heilige Geist in dir innen drin kommt, you are turned into another person. Wirst du verwandelt werden in einem anderen Menschen. Peter didn't take 3 weeks of boldness training to address those men. Petrus brauchte nicht 3 Wochen von Kühnheitstraining, um die Leute anzusprechen. There was just something different on the inside. Es war einfach etwas anderes innen drin. Hallelujah. Hallelujah. When you leave tonight, you're leaving with something different on the inside of you. Wenn du nach Hause gehst, gehst nach Hause mit was anderes in dir innen drin. And I'm going to tell you, people are able to tell. Und ich kann dir sagen, Leute werden es merken. They that are born of the flesh are flesh. Die, die vom Fleisch geboren sind Fleisch. But he that is born of the Spirit is Spirit. Aber wer vom Geist geboren ist Geist. Not everybody walking the street is a normal human being. Nicht jeder auf der Straße geht ist ein normaler Mensch. There's highly demonized people. Es gibt Menschen, die voll dämonisiert sind. Witches, wizards. Und Hexen und Hexen. There's normal people that don't have either power. Es gibt normale Menschen, die keine Kraft haben. And then there's people that are filled with the anointing. Und dann gibt es Menschen, die voll sind von der Salbung. And the devil knows who carries the fire of und God. Und der Teufel weiß, wer das Feuer Gottes trägt. He knows who he can touch and who he can't touch. Er weiß, wen berühren kann und wen nicht. When the fire of God's on you, it's a giant do not touch me sign. Wenn das Feuer auf dir liegt, dann ist es ein großes Schild, das heißt, rühre mich nicht an. Touch at your own risk.
Berühre mich aber mit eigenem Risiko. For greater is he that lives in me. Denn größer ist der, der in mir ist. Than every demon spirit that lives in the world. Jeder dämonische Geist in der Welt. Can you say amen? Kannst du Amen sagen? I had a lady tell me in America, my daughter is tormented by a demon every night. Eine Frau sagte mir in Amerika, meine Tochter wird jeden Abend wird sie von einem Teufel angegriffen. It stays in her room. Und der Dämon bleibt in ihrem Zimmer. I got excited. Und ich wurde begeistert. I said, is he there now? Und ich fragte, ist jetzt dort? I got a few things to say. Ich habe ein paar Dinge, dass ich ihm sagen muss. I won't go in there and cast it out. I'll shut the door and say some things that you'd have to cover your ears. Ich werde nicht dahin gehen und ihn austreiben. Ich werde einfach die Tür schließen und dem Teufel einige Dinge dann sagen. I'm not dodging the devil. Ich gehe dem Teufel nicht aus dem Weg. If the devil's smart, he'll stay out of my way. Wenn der Teufel klug ist, dann bleibt mir aus dem Weg. On the outside, I look like a normal 36-year-old man. Von außen sehe ich aus wie ein normaler 36-Jähriger. But if you can see in the spirit, aber wenn du im Geist sehen kannst. I've got Jesus on the inside. Ich hab Jesus in mir drin. I've got fire on the outside. Ich hab Feuer außen. I've got angels that go before me. Ich hab Engel, die vor mir hergehen. The Lord is my rear guard. Der Herr beschützt mich. Can you say amen? Kannst du Amen sagen? Man, we live in a wicked hour. Wir leben in einer bösen Stunde. It would be foolish to try to raise a family without the anointing. Es wäre töricht, eine Familie zu erziehen ohne die Salbung. Your marriage won't make it. Deine Ehe wird's nicht schaffen. Your children will get carried away. It will. Deine Kinder werden weggetragen. But when God fills you with His power, aber wenn Gott dich erfüllt mit seiner Kraft, fills your home with His glory, erfüllt dein Zuhause mit seiner Kraft, that house cannot be stained by the devil. Kann das Haus nicht befleckt werden vom Teufel? The Bible says in the book of Exodus. Die Bibel sagt im zweiten Buch Mose. Moses gave a prophetic instruction. Mose gab ein prophetisches Wort. The angel of death will go door to door tonight. Der Engel des Todes wird von Haus zu Haus gehen. It doesn't matter that you're a Hebrew, he'll kill you too. Es kommt nicht darauf an, dass du ein Hebräer bist, auch du wirst umkommen. Just because you joined our group doesn't give you any exemption. Nur weil du dich unserer Gruppe angeschlossen hast, macht dich nicht exempt. Each of you must take a lamb without spot or wrinkle. Jeder von euch muss ein Lamm nehmen ohne Fleck, ohne Mangel. Kill it without breaking any of its bones. Töte es, ohne dass irgendein Knochen gebrochen wird. Drain the blood into a basin. Und nimm das Blut auf in einem Bassin. Then take hyssop branches and smear the blood on the doorposts of your home. Und dazu es über den Türpfosten streichen. And when the angel of death, und wenn der Engel des Todes kommt, the strongest angel at Satan's disposal, der stärkste Engel, die der Teufel überhaupt hat, when the angel of death goes door to door, wenn der Todesengel kommt Tür zu Tür, when he sees the blood, he will pass over you. Wenn das Blut sieht, wird an diesem Haus vorbeigehen. You get a Catholic theology book. Du kannst ein katholisches theologisches Buch nehmen. Presbyterian or Baptist. Baptisten oder presbyterianisch. Doesn't make any difference. Egal welches. They'll all tell you the same thing. Sie werden alle dasselbe sagen. That lamb without spot or blemish was a type of Jesus. Dieses makellose Lamm ist ein Bild von Jesus. The blood represented the blood of Jesus. Das Blut repräsentierte das Blut Jesu. So I have a question for you. Also meine Frage ist, if the blood that represented the blood of Jesus, wenn das Blut, das nur das Blut Jesus repräsentiert hat, had power to ward off the strongest force of hell. Die Kraft hatte die stärkste Kraft der Hölle fernzuhalten. How much more does the actual blood of Jesus? Wie viel mehr das echte Blut Jesus? Make you exempt from all attack of the devil. Setz dich frei von den Angriffen des Teufels. Is there sickness in the world? Yes. Gibt es Krankheit in der Welt? Ja. And there will be more, not less. Und es wird mehr geben und nicht weniger. Is there financial problems in the world? Yes. Gibt es finanzielle Probleme? And there'll be more, not less. Und es werden noch mehr werden. Family problems. Familienprobleme. Violent crime. Und Gewaltverbrechen. Terrorism and jihadism. Terrorismus. Jihadists. Und Islamic Jihadisten. Jihadism. Ja. All those things are in the world. All diese Dinge sind in der Welt. I'm not denying that. Und ich bezweifle das nicht. But when you're coated in the blood of Jesus, aber wenn du im Blut Jesus, there is a glowing sign that man belongs to me. Ist ein Zeichen, ein Schild auf dir, dass diese Person Jesus gehört. That woman belongs to me. Diese Frau gehört mir, sagt their der Herr. Children belong to me. Diese Kinder gehören mir. And the evil one shall not touch them. Und das Böse wird sie nicht anrühren. I told you in the beginning and I tell you again tonight.
tonight. Und ich hab's dir am Anfang gesagt und sag es jetzt noch am Schluss. The last attack of the devil that you saw will be the last attack you see. Der letzte Angriff des Teufels, den du gesehen hast, wird der letzte Angriff des Teufels sein. You leave this meeting tonight. Du gehst von dieser Versammlung weg. Not anointed to survive the attack of the devil. Nicht gesalbt, um einfach zu überleben, was die Attacken des Teufels angehen. But to become a force from heaven that destroys the work of the devil. Sondern um eine Kraft des Himmels zu sein, um die Angriffe des Teufels zu zerstören. That's coming into your spirit now. Das kommt jetzt in dein Geist. It's in the Word of God. Es ist im Wort Gottes. And God is looking for a new generation. Und Gott schaut aus nach einer neuen Generation. That will say enough is enough. Die sagen wird genug ist genug. I live in this world. Ich lebe in dieser Welt. But I don't have to live like the world lives. Aber ich muss nicht leben wie die Welt. I am redeemed. Ich bin erlöst. By the blood of Jesus Christ. Durch das Blut Jesus. And I am filled. Und ich bin erfüllt. With the Holy Ghost. Mit dem Heiligen Geist. And with power. Und Kraft. If that sounds like you, stand Halleluja. Up. Rejoice. Be glad for the Lord has given Hallelujah. Woo! Victor. Hey! Hey! Son hey. Of God Woo-hoo. With the voice hey, of triumph. Somebody shout hallelujah. Jubel, hallelujah. The fire must never go out. Das Feuer darf nie ausgehen. If you settle one thing in your spirit tonight, wenn du einfach eines festhältst in deinem Geist heute Abend, you should settle, I'm not going to hell. Dann halte fest, ich gehe nicht in die Hölle. I'm not going to have some story about why I don't have a church. Ich werde keine Geschichte haben, warum ich keine Gemeinde habe. There's no good churches where I live. Ja, es gibt keine gute Gemeinden, wo ich lebe. Well, you picked a stupid place to live then. Ja, du hast einen blöden Ort gewählt zu leben. You have to take your spiritual life seriously. Du musst dein geistiges Leben ernst nehmen. My name is written in the Lamb's Book of Life. Mein Name ist geschrieben im Buch des Lammes. I will not give the devil the satisfaction to see it blotted out. Ich werde nicht dem Teufel die Freude geben zu sehen, wie es einfach ausradiert wird. Satan is such an arrogant punk. Satan ist so arroganter Blödling. He said to God about Job. Er hat von Hiob gesprochen. If you let me touch Job, I can get him to curse. Er hat zu Gott gesagt von Hiob, wenn du mich erlaubst, Hiob anzutasten, dann werde ich ihn dazu bringen, dich zu verfluchen. The devil thinks he can give anybody a taste of what he has and get you to turn your back on Der God. Der Teufel denkt, er kann jedem einfach irgendwo das Gefühl, das geben, was er will und dass sie tun und machen, was er will. You should make up your mind tonight. Entscheide dich heute Abend. Not only will you never have the satisfaction of seeing me turn my back on God. Nicht nur wird der Teufel niemals sich begnügen können zu sehen, wie ich meinen Rücken dem Herrn kehre. But I'm going to turn many people away from hell to God. So ich werde viele Menschen weg von der Hölle wenden zu Gott sogar. That first crusade will always be special to me. Diese erste Versammlung wird immer ganz besonders für mich sein. Because I preached this stuff, but I never personally had proved whether it works or not. Denn ich habe das ja gepredigt, aber habe es nie persönlich erprobt, dass es wirklich funktioniert. But to stand in the Muslim section of Philadelphia and preach for 5 nights. Aber 5 Abende in einem muslimischen Viertel zu stehen in Philadelphia. And the Muslims get saved. Und Muslime bekehren sich. Drug dealers get saved. Drogendealer bekehren sich. Nobody shoot a gun at me. Niemand hat mich erschossen. Nobody take a swing at me. Niemand hat mich geschlagen. And then, not only that, nicht nur das, the opposite happened. Sondern genau das Gegenteil passierte. That was right in the midst of the racial crisis in the United das States. War gerade in der Zeit, wo es eine rassistische Probleme gab in Amerika. They said, man, you're a white preacher, that's an all-black crowd. Sie sagten, du bist ein weißer Prediger und das Publikum sind alle Schwarze. This could get problematic. Das könnte sehr problematisch werden. It did get problematic. Und es wurde problematisch. One night I had to wait 3 minutes. An einem Abend musste ich 3 Minuten warten. To get everyone to shut up. Dass alle einfach ruhig wurden. From yelling, we love you. Dass sie jubelten und schrien, wir lieben dich. Thank you for blessing us. Danke, dass du uns gesegnet hast. Thank you for saving our soul. Danke, dass du gekommen bist, unsere Seelen zu retten. Hallelujah. Hallelujah. The devil thinks he owns this place. Der Teufel meint, ihm gehört dies alles hier. The devil doesn't own any city. Aber dem Teufel gehört keine Stadt mehr. The devil doesn't own any country. Dem Teufel gehört kein Land mehr. The earth is the Lord's. Die Erde ist des Herrn. And the fullness thereof. Und die Fülle dessen. And all the inhabitants. That dwell und alle, die darin wohnen. This is time for revival. Dies ist die Zeit für Erweckung.
And I'm not waiting 5 years. Und ich warte keine weitere 5 Jahre. That's why I didn't name our ministry Revival 5 years from now. Deswegen habe ich nicht meinen Dienst genannt Erweckung in 5 Jahren. I named it Revival today. Und es heißt Revival heute. Because Revival starts with you. Denn Erweckung beginnt mit dir. If you let God light you on fire. Wenn du erlaubst, dass Gott dein Feuer anzündet. There's no limit as to what you can do. Dann gibt es keine Begrenzung zu dem, was Gott tun kann. They that turn many to righteousness will shine like the stars forever. Die viele zur Gerechtigkeit führen werden, scheinen wie die Sterne des Himmels. You're coming out tonight. Du kommst heute hervor. It's going to be the best night you've ever had. Es wird dein bester Abend sein je zuvor. Whether the devil likes it or not. Ob der Teufel es mag oder nicht. He's too small to be consulted. Er ist zu klein, um überhaupt befragt zu werden. His opinion doesn't matter. Seine Meinung geht uns überhaupt nicht an. God has stated that your victory is. Gott hat gesagt, was dein Sieg ist. Victory belongs to you. Der Sieg gehört dir. Receive it tonight. Empfange ihn heute. Every head bowed, every eye closed. Lass uns unsere Häupter neigen und unsere Augen schließen. Listen very carefully. Hör mir bitte genau zu. If somebody invited you on this Saturday night, wenn jemand dich eingeladen hat an diesem Samstagabend, and you aren't right with God, und dein Leben ist mit Gott nicht in Ordnung, ask yourself this question: Has there ever been a time when you've come forward to receive Jesus Christ? Stelle dir diese Frage: Hat es jemals eine Zeit gegeben, wo du nach vorne gekommen bist, um Jesus Christus anzunehmen? Jesus said in Luke chapter 12. Jesus sagt in Lukas Kapitel 12. If you confess me before men, I'll confess you before my Father that's in heaven. Wenn du mich bekennst vor Menschen, dann werde ich dich bekennen vor meinem Vater im Himmel. But if you deny me before men, I'll deny you before my Father that's in heaven. Aber wenn du mich verleugnest vor Menschen, werde ich dich verleugnen vor Gott im Himmel. Going to church doesn't make you a Christian. In den Gottesdienst zu gehen macht dich nicht zu einem Christen. Any more than sitting in Starbucks makes you coffee. Noch weniger genauso wie du, wenn du im Starbucks sitzt, dass du zu einem Kaffee wirst. Before you need a church, there's a change God has to do in your heart. Bevor du eine Gemeinde brauchst, muss eine Veränderung in deinem Herzen stattfinden. And you have to decide. Und da musst du entscheiden. Any baptism that was done when you were a baby is just swimming in church. Jede Taufe, die dir widerfahren ist, als du in der Kirche warst früher, ist einfach nur ein Schwimmen im Wasser. When you're old enough to decide, wenn du alt genug bist, um selber zu entscheiden, there has to be a day in your life where you come out of the crowd and come to an altar. Es muss eine Zeit geben in deinem Leben, wo du bereit bist, aus der Menge herauszutreten und zu sagen, ich komme zu Jesus. And say, God, I'm turning my back on sin. Und wo du sagst, Herr, ich wende mich ab von der Sünde. And I'm giving you my heart. Und ich gebe dir mein Herz. If you've never done that, wenn du das noch nie getan hast, or secondly, oder zweitens, if you once did that, wenn du das einmal gemacht hast, 10 were originally ready. 10 waren ursprünglich bereit. 5 let the fire go out. 5 aber ließen das Feuer ausgehen. And when the master came back, they weren't ready. Und als der Meister dann zurückkam, waren sie nicht mehr bereit. If you're here and you say, Jonathan, wenn du hier bist und du sagst, Jonathan, the truth is, I used to be on fire. Die Wahrheit ist, ich hatte früher das Feuer. But the fire is gone out. Aber das Feuer ist ausgegangen. I'm not hot. Ich bin nicht heiß. I'm lukewarm. Ich bin lauwarm. But today I want God to relight my fire. Aber heute will ich, dass der Herr mein Feuer neu entzündet. I don't want to live a way that Switzerland says is okay. Ich will nicht leben, wie die Schweiz sagt, wie es okay ist. I don't want to live how the United Nations says is okay. Ich will nicht leben, wie die Vereinten Nationen sagen, wie es okay ist. I want to live the way that God says is okay. Ich will leben, so wie Gott sagt, wie es okay ist. I live in this world. Ich lebe in dieser Welt. But I'm going to live according to the standard of God's word. Aber ich werde leben nach dem Standard des Wortes Gottes. If you fall into either of those two groups, wenn du gehörst in eine von diesen zwei Gruppen, and you say, Jonathan, that's me, I need to get things right with God tonight. Und du sagst, Jonathan, das bin ich. Ich muss mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. I want you to put your hand up all the way high and wave it at me right now. Ich will, dass du deine Hand jetzt erhebst, ganz hoch, und es mir zuwinkst, damit ich es sehen kann. Amen. Ganz hoch. Very quickly, everybody Amen. That lifted a hand and meant business with God. Ganz schnell. Jeder, der seine Hand gehoben hat und es ernst meint mit Gott. If you lifted a hand, I want you to come out of your seat and join me at the front dann right now. Möchte ich, dass du von deinem Platz aus hier einfach nach vorne kommst.